So, eine wunderschöne, eine gute Arbeit hier in den Playoffs. Der sehr advanced Norderwind DNB gegen Unicorns of Love. Und neben mir, mein lieber Pat, und da draußen an den Endgeräten, ihr hoffentlich mit uns am Mitfiebern. Willkommen, alles gut bei dir, Paddy? Ja, ist alles bestens. Bisschen alles? Kühl draußen mittlerweile, aber wir sitzen jetzt zum Glück drin. So, wir gucken mal rein, noch mal ganz kurz, ob der Greenscreen Chroma Key, müssen wir mal gucken. Findest du es okay so? Siehst du es gerade im Stream? Passt eigentlich, oder? Ja. Bisschen heller, ja, muss man so sagen. Also ich weiß es selber nicht. Ich bin auch allgemein dunkler, bei mir ist wirklich eine Lampe ausgefallen hier. Komplette Todeschaos. Theon, ja, warte mal so. Ja, irgendwie unscharf wirkt bei dir. Hast du Fokus bei dir an? Theon, die ist auch da. Ja, die ist auch da. Ich sehe schon. Ich finde es nice, dass die Allianz, ja, also für alle, die es nicht wissen, die Allianz ist schon fleißig im Chat, also viel cool, dass ihr dabei seid hier. Die Feministengilde, Grüße gehen raus. Und in Farmi, Hobben hat Bock auf mich, ich sehe schon. Und ja, wir sind aber im CSGO-Cast, deswegen geht da nichts mit dem WoW Classic. Wir haben jetzt Bock hier auf dieses Ding, ihr könnt gerne dranbleiben, dann wisst ihr mal, wie ich eskalieren kann, wenn ich euch zerfleische. Im Fight dann. Also so geht's dann ab. Wenn ich da live zocke, dann so. So geht's innerlich mir ab, Alter. Ja. Paddy, wie siehst du allgemein die Chancen gegen das Team? Hat man schon mal aufeinander getroffen? Mal so, Frage an dich. Also erstmal überhaupt Chancen. Wir müssen natürlich ganz klar sagen, Norderwind ist hier in der Advanced League. Ja, ich würde sagen, eine Hausnummer, die ganz weit über den anderen im Moment steht. Und es wird natürlich ein super hartes Match hier für Unicorns of Love. Weil man einfach... ja, einfach komplett durch die Season durchgerannt ist, Norderwind, ohne einen Verlust. Und auf dein Thema, ob man schon mal aufeinander getroffen ist, ja, man ist schon mal aufeinander getroffen. Und zwar ziemlich am Anfang, in der Spielwoche 4, ist man hier zwischen Norderwind und Unicorns of Love auf Overpass aufeinander getroffen. Und da hat Norderwind 16-10 gewonnen. Ja, aber trotzdem haben sich sehr gesteigert, auch in anderen Ligen Norderwind einfach super stark unterwegs. Und ich glaube, das wird hier heute auf jeden Fall eine richtig harte Hausnummer für Unicorns of Love, irgendwie hier durchzukommen und zwei Maps zu gewinnen. Also da bin ich da voll deiner Meinung. Ich denke auch, das ist das schwerste Spiel überhaupt heute. Man hatte davor schon schwierige Spiele. Ich muss sagen, wenn ich die ganzen Spiele davor betrachte, würde ich trotzdem meinen, Attex war einer der härtesten Gegner auch. Auch wenn man da 2-0 gewonnen hat zwar, aber Attex, so ein Krampfgegner, den kennt man aber gut, hat man sich vielleicht darauf eingestellt. Aber Norderwind, vielleicht ist noch die Niederlage der aus den Tagen davor noch in den Knochen bei ich hoffe, jetzt kann man komplett abstellen, aber du hast schon gesagt, der Progress von Norderwind da, man hat, glaube ich, davor auch schon mal in einer anderen Liga gespielt, gegen Sprout hat man aber verloren, also Sprout hat gewonnen, glaube ich, sogar 2-1, glaube ich, aber jetzt die Unicorns of Love muss zeigen, dass sie sich jetzt in den, würde schon sagen, es ist 2 Monate her, in den 2 Monaten nochmal gesteigert haben und jetzt sich hier in dem Winner Bracket, ja, doch nicht Finale, aber es ist eigentlich das Finale im sozusagen das Winner Brackets Finale ist es jetzt dann durchsetzen kann, weil dann kommt man ins Grand Final, wie man jetzt schreibt, ne? Also schwierig jetzt zu beschreiben, aber so ist einfach, eigentlich ist das Loser Upper Bracket Finale, jetzt sich Norderwind gegen Unicorns of Love, unten spielt Ambush gegen Attex, ich weiß gar nicht, wann spielen die eigentlich? Die spielen gleich in einer halben Stunde um 20.30 Uhr. Ich spiele auch gleich. Ja. Ich bin gespannt, ich bin echt auch gespannt. Also auf jeden Fall, wie er schon gesagt hat, Norderwind hat, ihr müsst euch vorstellen, man hat 16 Spiele. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Statistik noch bei keinem anderen Team gesehen. Ist hier Advanced geguckt und so, nirgendwo anders gesehen, nur dort. Nur hier jetzt Norderwind, Top-Favorit für den MBL-Spot. Mittlerweile auch ein guter Favorit, Unicorns of Love, aber schon im Vergleich, wenn man nur die Tabelle davor betrachtet, ein klarer Underdog. Aber haben sie auf jeden Fall verdient, hier auch ins Halbfinale gespielt, beziehungsweise ins Finale. Dann schauen wir mal, was abgeht. Haben wir schon die Maps, welche sein werden eigentlich? Wenn du den Chat gelesen hättest, der Kai hat uns die eben schon geschrieben. Nuke Inferno OVP, Overpass. Werden wir gleich noch mal eintragen jetzt hier. Das mache ich so nebenbei mal schnell. Und dann geht's hier auch los. Moment. Blindes Kuhn. Was war das zuerst? Als erstes wird Nuke gespielt. Alter, warum müssen wir diese verdammte Map antun? Ja? Aber diesmal als erstes ist auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung. Ja, aber die Frage ist halt, sonst wer... haben wir sie immer als zweite Map gehabt. Von wem ist der Pick? Wir haben Nuke gewählt, okay. Ey, jetzt trustet man mehr auf Nuke, aber diesmal muss man das Terror starten, aber ja, keine Ahnung. Dann Inferno und dann Overpass, ja? So sieht's aus, ja. Nice. Also, ich hoffe, ihr habt Bock drauf, nur dass ihr Bescheid wisst. Hypecast total auf meiner Seite, von mir jetzt hier, vom
Paddy auf der anderen Seite ist der Analyst, zum großen Teil, soweit ihm es auch möglich ist. Wir sind keine Profis, wir haben einfach nur Spaß an diesem Spiel, wir haben Spaß an Counter-Strike. Wir wollen Action sehen und Action machen, mit euch zusammen feiern, mit euch zusammen diese ganze Partie jetzt gleich hier auseinandernehmen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr fürs deutsche Team seid. Ne? Norderwind, wo kommen die her? Dänisches Team? Ne, norwegisches Team. Ne? Norderwind, ja. Passt irgendwie. Ne? Ja. Genau, norwegisches Team sind auch, wenn man so die Namen hört, auf jeden Fall sehr starke Namen dabei, die im Team spielen. Und die werden uns auf jeden Fall, denke ich, noch weiter in der Szene oben weiter verfolgen. Also gerade hier so ein Tenski, muss man einfach sagen, den Namen hat man mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört. Gerade jetzt diese Advanced Season immer mit dabei. Und Rubinho, ja, auch ein Name, den man schon mal auf jeden Fall gehört hat. Norderwind auf jeden Fall für mich eins der Teams, die auf jeden Fall in der MDL aufsteigen werden. Ist halt die Frage, ob sie es jetzt direkt schaffen oder über die Qualifikation. Für mich, wie gesagt, ganz klar der Favorit eigentlich hier in dieser Liga. Das für mich auf jeden Fall auch. Konz, hier der Underdog, aber wir werden natürlich jetzt hier nicht umsonst jetzt hier unsere schönen Camouflage-Jerseys anhaben von Unicorns of Love. Wir sind da natürlich voll dabei und wollen natürlich hoffen, dass es hier Unicorns schafft. Die Frage, die ich mir jetzt hier stelle, wer ist Loser? Die kommen alle qualifiziert, nicht alle für die Relegation dann, ne, danach. Genau. Es sind jetzt schon alle Teams qualifiziert für die Rele, quasi Ambush. Warte, ich werde es nicht nennen, ich halte Ambush, oder? Das ist Ambush als viertes Team. Aber es wurde noch nicht eingetragen, deswegen sehr interessant. Aber nee, weil du ja noch nicht den Platz weißt. Aber guck mal, müssen wir uns mal rein, könnt ihr euch mal sehen. So viele Matches werden hier nochmal gespielt, ja? Seeding Round, Quarterfinals, Lower Bracket, also sehr, sehr krank. Das sind alles die Teams, die jetzt kommen. Und die sind jetzt werden qualifiziert und qualifiziert. Zwei Leute, anscheinend nur zwei, sehr interessant. Drei Teams insgesamt. Ja, da trifft man dann nochmal auf Virtus Pro. Ex-Team von Ocalicious, der jetzt bei Unicorns of Love ist, Team Gamer Legion, Phoenix und Pact. Also man hat wirklich dann nochmal eine starke Aufgabe vor sich. Also es ist wirklich übel. Vier kommen aus der Advance weiter, stimmt. Ja, aber warum steht dann nur zwei Qualified? Also sehr interessant, sehr. Ne, steht da gar nicht. Was? Achso, ne, stimmt, vier Stück weiter. Erster, Zweiter und Vierter. Ich bin raus, Albisort. Ne, da steht ja, ich habe nur Qualified gesehen, ich dachte, das wird ersetzt mit dem Namen vom Team oder so. Aber da sind ja zwei Gewalten drin. Ja, ihr habt recht. Ich bin noch ein bisschen... Wushi-Wushi, ja. Wushi-Wushi. Wie immer. Wir gucken mal auf den Server. Wie sieht's aus? Mittlerweile wird's immer voller. Und das können wir euch auch mal ein bisschen präsentieren. Ich war gerade noch richtig froh. Guck mal, ich habe noch gar nicht mal meine Echse geladen. So vorbereitet bin ich heute. Jetzt ist auch alles schön. Ich hab schon richtig Bock. Nuke, kann man eigentlich sagen, spielt Unicorns of Love bis jetzt sehr stark. Ne? Man hatte dort vorher, gegen wen hat man vorher gespielt? Jetzt letztes Mal. Ich habe es selber gerade nicht mehr im Kopf. Lingui Vikings besiegt auf Nuke. Und dann das andere Team, wer hat man noch besiegt? Ja. Weiß auch nicht mehr, zurück. Ne? Ist schon wieder zurück. Ey, wir sind komplett. Aber ich habe Super Jimmy Gaming. Ich habe ja noch hier Spickzettel offen. Sehr gut, sehr guter Mann. Ich halt nicht mehr. Ich muss hier Content zeigen, wie sie alle rumstehen. Ja. SJ, ja. Also man hat wirklich starke Teams hier besiegt. Ich denke mal schon eine gute Confidence ausgebaut. Die Frage ist die, Pat, was ich jetzt Angst vor habe. Ich stelle mir jetzt vor, man hat jetzt Nuke gepickt. Verliert diese Map. Mit welchem Momentum geht man auf Inferno rein? Ja, mit demselben Inferno, wie man die letzten Male seine Map verloren hat. Ja, ist richtig. Aber ich sag mal so, Nuke war immer so dieses Ding, so, wir haben es dann richtig stark geholt und das war so ein Aufhänger, um sich ja weiter zu pushen. So, ja? Inferno, letztes Mal wurde ja Lingui Vikings, kann man ja sagen, eigentlich zerstört. Ja, niedergeschmettert im Vergleich zu den vorigen auf der Map Nuke davor oder davor halt Vertigo. Ne? Also es war sehr, sehr interessant. Ich bin echt gespannt. Natürlich will ich den Sieg sehen für Jürgen, aber natürlich allgemein habe ich auch Angst. Ne? So ist es nicht. Ich habe auch ein bisschen Bammel, dass hier was geht. Und jetzt Halserk mit der Diegel. Gönnt sich erstmal den Joko raus. Wie hat sich Chromen gemacht? Achso, hier bei Norderwind? Keine Ahnung. Aktuell sind die Teams auch falsch aufgeteilt. Ja, Unicorns of Love ist nicht jetzt nicht hier. Nur Andy ist der einzige von Unicorns of Love, der auf der linken Seite ist. Norderwind ist drüben. Nach Face. Wir sind da keine Spezialisten. Bist du ein Spezialist, wer Chrome ist? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur meine fünf Jungs. Ich kenne nicht einen von dem anderen Team. Wir sind keine Experten. Wir wollen einfach nur Spaß haben beim Cast.
euch mitnehmen. Ihr könnt geile CS gucken und euch dann die Highlights von den verschiedenen Spielern angucken. Summa summarum, deutsches Team will weiter nach aufsteigen und wir brauchen auf jeden Fall wieder deutsches CS in der MDL. Das fehlt komplett. Attacks haben wir noch im Feld, genauso wie Unicorns of Love. Wenn die beide es schaffen würden, das wäre so mega gut. Und dann die Klassen halt auch noch da schaffen oder sogar noch in die Playoffs. Das wäre nochmal noch insaner. Ja. Aber vielleicht kannst du uns ja Nibro aufklären oder jemand anders, wie sich Chrome hier gemacht hat. Interessant dann halt, wo die Spieler so herkommen. Ne? Also ich habe mich jetzt nicht den Werdegang angeguckt von den verschiedenen Spielern hier von Norderwind. Das müssen ja doch schon alles übelst krasse Boys halt sein. Ne? Allein schon die Statistik, wie sie aussieht. Ich kannte das Team, den Namen selber vorher noch nicht. Dupert? Ja, also, was heißt kennen? Norderwind, ja, jetzt doch schon ein paar Seasons in Advance. Aber ich glaube, so stark wie dieses Season waren sie noch nie unterwegs. Ja, und wie man sehen kann, geht es los. Deswegen viel Spaß mit den nicht vorhandenen Informationen unsererseits. Deswegen habt einfach Spaß jetzt hier auf Nuke, auf der Map von Unicorns of Love. Mit Ausrufezeichen Match, Maps oder Break It könnt ihr euch Informationen holen. Genauso gerne wie Ausrufezeichen Caster kriegt ihr alle Informationen, die das Herz begehren jetzt hier für diese Partie. Da steht natürlich 0-0, jetzt oben in der Mitte nochmal und in kleinen Nullen. Und warum CT für Norderwind? Ja, ganz klar, wir sind hier auf der Map von Unicorns of Love, die jetzt als Terror durchstarten wollen und müssen und sich jetzt hier aufbauen für den A-Go. Mal gucken, ob man den Schacht untergeht. JDC vielleicht gleich mit dem Contact gegen Rubinho. Und man möchte ihn holen, aber linke Seite ist jetzt Job und JDC drückt erstmal direkt. Aber gleichzeitig kriegt er, ich dachte, mega Schaden, aber nicht viel passiert. Aber Tansky jetzt hier am runterpushen, man muss aufpassen. Was kann passieren? Auf der Seite kommt JDC, macht den zweiten, dann fällt der dritte, Orko macht noch einen. Und JDC hat richtig Bock jetzt gerade. Der holt hier einen 3K. Aber es ist nur ein 2K. Ja, das 3K, was zum 2K wurde, weil Okko noch da ist. Und jetzt ist es dann doch das 3K am Ende geworden. Also eine sehr schöne Pistol-Round für Unicorns of Love mit einem schönen Entry einfach, dass man da in den Schacht runterkommt. Und dann eigentlich trotz Norderwinds schnell verschieden, kommt man unten auf den Spot, kann da auch noch die Frags aus dem Window holen. Das ist einfach eine ganz wichtige Runde hier. Man gewinnt auf jeden Fall schon mal die Pistol-Terror-Side und damit kann man auf jeden Fall aufbauen. Jetzt hat man Waffen, natürlich der Force direkt hier auch von Norderwind. Typisches Verhalten mittlerweile ja in CSGO. Und ein schöner Anschuss hier gegen JDC von Halsjag. Ja, die haben auch reingeforst, ne, die Jungs jetzt hier von Norderwind. Oh, was für ein Glück von Chromen. Direkt die Überzahl hier für Norderwind. Und da muss man auch von Tails gepusht vor. JDC kriegt auch nochmal einen Klick. Aber wir haben noch zwei Spieler, nur Kazuya und Crispy. Und Crispy kann einen wichtigen Counter-Track machen, aber trotzdem leben da noch vier CTs. Kazuya alleine. Was will er machen? Das sollte, glaube ich, nicht so ausgehen jetzt hier in dieser Partie. Richtig bitter, schönes 1:1 gegen die Unicorns. Und die haben doch eine sehr interessante Runde gespielt. Ne, die hatten voll reingekommen. Also, ich dachte erst, weil das Money dann meinen langsamen Augen erst später kam, dass man hier nur so halb reingekauft hatte. Aber Norderwind mit der perfekten Konterrunde jetzt hier mit vier Leuten überlebt. Und Unicorns of Love müssen jetzt das gleich tun mit den Deagles, die sie jetzt dabei haben. Vier Deagles, eine Galil. Ja, die Deagles haben gerade gesessen hier von Chrome und Tensky am Anfang der zweiten Runde. Und jetzt ist es halt dann der Aufgabe von Unicorns dasselbe mit ihren Pistols zu machen. Ist natürlich super schwer, weil die CTs jetzt hier natürlich mit den SMGs und ja, den drei Rifles, die sie doch mittlerweile schon haben, sie haben eine SG, eine AK abgegriffen aus der letzten Runde, natürlich einen klaren Vorteil haben und hier auch super gut schon stehen. Wir sehen es, Rampe wird gut gedeckt, Kazuya kassiert hier erstmal eine schöne Nade von Chroman, der hier die Rampe alleine sauber hält. Jetzt kriegt er ein bisschen Hilfe, aber das ist halt, wie gesagt, super schwer, da jetzt reinzukommen. Kazuya hat nochmal eine Galil reingekauft, als einziges von Unicorns of Love. Der hatte ziemlich viel Money, irgendwie 3000 oder so. Hat auch noch eine Flash dabei, also kann zusammen mit Crispy hier nochmal einen kleinen Execute starten. Der hat nämlich eine Smoke und darauf muss man jetzt hier wahrscheinlich gleich aufbauen. Wenn man vielleicht den einen oder anderen Peak kriegt am Anfang, wäre es schon auf jeden Fall gut, dann schnell zu explodieren. Jetzt ist es Oculicious, der hier outside. Auf jeden Fall probiert den Garagenspieler zu holen. Macht ja auch den ersten Schuss gegen Tensky mit der Deagle. Aber der war leider nicht im Kopf und damit kann sich Tensky zurückziehen und da verbrennt Kazuya. Ja, aber Crispy jetzt schon in der Rampe. Gut mit Impact. Da könnte vielleicht jetzt rechts die Spieler rausnehmen. Aber steht da close. Macht aber nicht Hellsack platt. Und dann geht es weiter mit den anderen beiden an der Rampe. Hellsack ist bekannt, aber unten steht halt immer noch Chroman.
gute Position, aber man läuft halt oben weiter und holt sich erstmal Halsack. Wichtiger Frag jetzt hier gegen. Die CTs hat man da auch nicht gegönnt. Erstmal so ein Konter, wichtige Waffe. Aber trotzdem von da hinten kommt der Spieler. Das ist schnell hochrushen. Gutes Momentum jetzt natürlich hier für Unicorns of Love. Die pushen erstmal, denke ich mal, nach oben rein. Aber Urbino und Hensky mit guten Frags. Andy wird auch dann rausgenommen, weil Harry oder Harre einfach hochpusht. Keine Chance. Drei Spieler überleben, wieder weiterhin kein Verlust im Geld insgesamt, würde ich es meinen. Man, natürlich muss man nochmal reinkaufen, weil man nochmal Utility nachkaufen muss. Man sieht mit der AWP und einer Smoke, aber ansonsten 2:1 Unicorns of Love, jetzt in der Full Echo. Ja, die Full Echo, mal gucken, ob sie jetzt hier was Schnelles zusammenspielen werden. Und das sieht fast so aus auf der Minimap. Na, jetzt teilt man sich doch auf, zwei Leute gehen hier Richtung Schachten, die anderen sollen über Rampe kommen, aber da ist Chrome durchstelle, holt sich die ersten beiden und mit Mollo hält er auch den ganzen Go auf. Aber die Bombe kann man planten. Und das gibt nochmal ein bisschen extra Money. Und dann war es das aber auch schon mit der Runde. Dann war es das auch wieder mit der Runde, du sagst es. Ja, aber trotzdem, Geld, extra Money ist super wichtig. Man hat zwar Loser-Bonus jetzt auch schon, ne? Mal 3, aber es sollte genug Geld sein, um auf den Weg reinzukaufen. Ich bin gespannt, ob Andy genug Geld hat für die AWP. 5-7, auf jeden Fall. Aber ob er es machen wird, jetzt hier Weste plus AWP ist drin, ja, perfekt. Aber er gönnt sich aber noch eine Smoke wahrscheinlich, vielleicht für außen, weil er hat nur die normale Weste sich gegönnt. Ohne Helm, sehr interessant. Wo ist die Smoke? Oder eine Flash, überlegt vielleicht noch. Oder Granate? Ich denke eine Smoke, oder? Komm schon. Was hat er geholt? Abgegradet auf den Helm nochmal. Achso, okay, ich wollte schon sagen, wenn das natürlich weggeht, da waren genug Smokes mit den Kollegen da. Insgesamt 4 Stück bei Kazuya, JDC, Crispy und Oko. Aber drüben hat man auch die Full Utility und die haben erstmal die Kontrolle, die CTs. Da muss man aufpassen. Ah, die kriegt massiven Damage. Wo stand der denn gerade, dass der so viel kassiert hat? Der stand outside, oder? Nee, an der Tür steht der. An der Tür? Ja, der Mollo muss ihn gut getroffen haben, glaube ich. Vielleicht hat er auch einfach drauf spekuliert, in dem Mollo stehen zu bleiben, um dann noch einen Peak zu kriegen. Wir waren gerade leider nicht drauf. Ah, genau, das wird echt schwer. Naja, Nuke, man sagt es gerade im Chat, wird nicht leicht, wird einseitig. Norderwind kann vielleicht die mal beweisen. Das haben wir in letzter Zeit auf Nuke nicht gesehen, dass es doch eine CT-Map ist. Davor, immer auf Augenhöhe, die beiden Teams, war es eher eine Terror-Map gefühlt. Ne? Also irgendwie war es dann doch nicht mehr so CT-lastig. Mal gucken, wie Norderwind spielt. Unicorns of Love mit der ersten Waffenrunde nach dieser doch doofen verlorenen Force-Buy gegen Norderwind. In der zweiten direkt, aber jetzt Halsack vielleicht gleich jetzt hier mit dem Peak und holt sich Crispy. Der hat hier halt hier gerade das falsche Momentum für ihn und da hat man ihn einfach rausgenommen. Hatte gar keine Chance jetzt hier gegen die AWP, als er die Smoke werfen wollte oder geworfen hat. Halsack da mit einem richtig guten Timing, aber Kazuya kann jetzt hier einen Refrag holen, holt sich hier Haare und jetzt muss es ja einfach auch gelöscht machen, kriegt den zweiten Frag gegen Tensky. Damit macht man ein bisschen hier Outside offen, aber Chrome steht halt noch Under Heaven zur Verfügung, um hier noch in die Richtung abzudecken. Und da sieht er auch die Spieler. Kann ja Oculus auf jeden Fall ansagen. Und das war eine perfekte Smoke hier gerade, die einfach gelöscht hat, während der andere Spieler rauspiekt. Ja, und dann ist Chrome von Heaven, holt sich noch Kazuya und JDC und das ist die vierte Runde hier für Norderwind. Ja, richtig bitter Chrome und jetzt hier richtig gut gemacht. Erst außen, macht er ein bisschen Shots, trifft halt Oko zum Glück nicht. Dann geht er gleich nach oben und dann bekommt hier der Call kommt, die gehen von vorne ran, die Mollo war da. Und Supporter von oben und die Unicorns of Love und die Schnuckis. Keine Chance! Werden rausgenommen. Man hat wieder mit 2 Spielern überlebt. Also nicht mal, man schafft es nicht mal auf einen Spieler zu reduzieren komplett. Um weiterhin Geld hier zu fressen. Man hat allgemein natürlich trotzdem als Verlust eingefahren bei Norderwind, aber noch nicht so ganz, was man gerne möchte, dass man halt am Ende sich die Runde holen kann. Herr Alsek jetzt hier mit dem First Wreck gegen Oko, der halt nach vorne gelaufen ist. Man hat auch nur eine Scout und 4 Deagles gehabt. Jetzt hat man die Scout wieder weitergenommen auf den guten Andy, aber trotzdem Tensky mit seiner Aktion. Aber Andy mit dem wichtigen Klick ins Gesicht. Mal gucken, ob man noch einen zweiten sich gönnen kann. Jetzt wird nochmal geboostet auf die rote Kiste. Man ist zu 3 da. Jetzt, da sieht er den Spieler, den Klick. Oh, und er gönnt sich Halsack. Die AWP ist auch raus. Super wichtige Frags hier von Andy. Und jetzt müssen nur 2 Klicks passieren. Und da ist Janice Yota. Plötzlich haben wir es 3 gegen 2. Das ist die Runde vielleicht für Unicorns. Das wäre so wichtig. Aber Chroman lebt halt noch. Und Harre. Und die beiden haben auf jeden Fall noch Bock. Und haben was dagegen, hier das 4 zu 2 zu bekommen. Aber JDC. Was ist denn mit dem jetzt los und mit Andy? Und der Dunstop. Und da wollte Chrome runter und unten wartet schon der nächste Spieler auf ihn. Und das ist die wichtige Runde, die sich hier gerade Unicorn sichert. Mega stark, mega gut gespielt. Jetzt hier 2 Superklicks und da hat der AWP Halsack sich halt so seitlich hingestellt, dass man gar nicht bekommen hat, dass er ihn abziehen kann. Dass man durch die Seite von der Kante ihn wegschießen kann. Mega, mega gut und wichtiger Frag. Und auch glücklich, dass er anscheinend doch bei der AWP keine Kevlar mit Helm war.
Das ist eigentlich egal gewesen, weil er war ja angeschossen von Okulisch. Ach, das war ja schon angeschossen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber es war halt trotzdem noch ein Headshot. Also, es wäre wahrscheinlich trotzdem noch ein Kick gewesen. Und jetzt Kensky mit einer super Position, close am Red, steht er hier und zielt den ersten ab, der hier Richtung Secret runtergehen will, aber Andy zur Stelle und passt dann auf und holt sich dann den Refrag. Ja, super gut. 4 gegen 4 Situation, trotzdem immer noch die AWP am Leben. Bei Halserk 3M4 ist, aber diese Runde war so wichtig, dass man. Es hat sehr viel Geld gekostet, aber ihr habt gesehen, wie viel Geld da noch vorhanden war. Dass man komplett reinkauft, was die 2 Diffuse-Kits. Utility ist auch solide vorhanden. Die AWP stand. Also es ist noch nicht vorbei, diese Runde. Man muss jetzt immer voll Gas geben, alles geben, was geht. Andy hat Bock. Geht nach vorne auf Contact. Close stehen halt Rubinio und so. Die machen das auch sehr interessant. Die gehen auch immer weiter nach vorne. Versuchen jetzt verkürzen. Es gibt außen Stress. Wird Stress gemacht. Beziehungsweise unten. Chroman muss sich zurückziehen. Man weiß, der ist auf dem Schacht. Jetzt nach rechts. Crispy, komm schon. Geh rum! Bitte einfach rum. Gut gemacht von ihm. Der hat sich fast gedacht, wo er hingeht. Und das ist die Überzahl für Lukas auf Lauf. Und dann am Haare gehen zu gegen Andy. Und Andy ist raus. Und die Bombe fällt bei ihm. Das ist so bitter. Jetzt ist die Information da. Kazuya von oben muss unbedingt den Frag machen. Macht er auch. Und wieder die Überzahl. Und Kazuya mit 3 HP überlebt er das Ding jetzt hier. Ich dachte, er stirbt. Ja, das war auf jeden Fall ganz knapp. Kazuya mit einem sehr gewagten Sprung auf jeden Fall. Aber trotzdem eine 3 gegen 2 Situation. Kazuya mit seinen 3 HP noch mit hier auf der Map. Und das könnte jetzt hier nochmal eine entscheidende Runde werden. Aber halt, sehr holt sich hier schon JDC. Holt sich auch noch Crispy. Und jetzt ist es halt wirklich nur noch Kazuya mit seinen 3 HP gegen die 2 verbleibenden Spieler von Norderwind. Kommt nochmal vielleicht zum Bombenplant. Und dann ist aber Rubinio direkt da. Und das war's. Man kann hier diffusen. Sichert sich auch nochmal eine neue Waffe. Und jetzt hat man sogar nochmal umgeswitcht, dass hier Rubinio auch nochmal suchen kann, ob er irgendwas anderes findet. Aber da ist nichts mehr. Also geht der Diffuse durch. Und das ist die nächste Runde für Norderwind. Ja, knapp. Schade für Unicorns. War eine gute Runde. War eine sehr gute Runde, aber richtig bitter. Da siehst du halt, wie stark so ein AWP sein kann. Da gab es halt keine Smoke, keine Flash mehr. Ich weiß nicht, ob man was hatte überhaupt noch auf Seiten von Unicorns of Love. Man geht auf den Spot rauf und der kann einfach die beiden Spieler ohne Probleme abfarmen. Sehr, sehr schade. Und dann am Ende erwischt es den Spieler, der überlebt, mit dem wenigsten HP. Ne? Das ist halt super unlucky gelaufen auf Unicorns of Love. Sonst hätte man auch ein 1 gegen 2 noch gewinnen können. Ne? Der Bombplant war durch, nochmal schnell den Kopf zurück und dann geht's ab. Aber Rubinio wieder close vorne. Ah, Andy zählt schon ab, das Geld ist da. Dank auch dem Bombplant. Utility ist auch dabei. Nur Crispy hier mit der geilen Leal-Anschütze. Jetzt hier gute Anschütze gegen Rubinio. Der hat nur noch 8 HP. Das hat wehgetan. Aber Halserk hat Bock, pusht extrem mit der Granate vor, aber die macht keinen Schaden. JDC wurde aber auch schon hier angeschossen. Ist auch auf 29 schon mittlerweile runter. Dann werden die Waffen nochmal gewechselt. Man sieht es, Rubinio mit seinen 8 HP. Es gibt ja nochmal einen Boost. Kann er da wirklich da hochboostet werden? Auch sehr interessant. Ja, dass das funktioniert. Ja, das ist wieder auf der super tollen Position, wie halt die immer spielen. Bin nur gespannt, ob Unicorns of Love das auch in ihres CT-Play noch adaptieren. Haben wir bis jetzt auch noch nicht einmal gesehen, glaube ich, die Position. Oder ist mir noch nicht so aufgefallen. Aber die Überzahl ist nicht vorhanden. Aber jetzt für die Jungs von Norderwind. Und das ging so schnell, dass Andy gar keine Chance hatte. Da wurde einfach mal kurz gepiekt durchs Tor. Und dann hat man da die AWP gesehen. Und den guten Andy. Aber Orko will es unbedingt hier erstmal wieder ausgleichen. Pusht außen vor. Macht den Counterfrag. Dann oben rechts bitte gucken. Macht noch einen Kopfschuss. Da sieht er den Spieler. Die AWP Halserk jetzt verschießt. Jetzt gibt es nochmal eine Molo. Aber der rotiert gerade hier zum Fenster. Hat Orko nicht auf dem Schirm. Doch hat er. Verschießt mit dem ersten Schuss. Jetzt muss man aufpassen. Orko muss auch aufpassen. Jetzt geht der Sport drauf. Man ist jetzt drauf. Man pusht rein, aber Rubinio hat seine 8 HP, wird dann endlich rausgenommen. Man kann trotzdem noch einen Spieler mitnehmen. Und das tut weh. 2 Spieler nur noch bei Norderwind. Die beiden dürfen es einfach nicht schaffen gegen Unicorns of Love. Aber der Chroman macht den ersten. JDC muss direkt kontern, macht es auch nicht. Es ist alleine nur noch Okulicious. Der muss jetzt hier den 4K drücken. Das wäre so gut. Jetzt guck zur Seite, das macht er erstmal. Komm schon, was? 1 HP. Ja, Chrom räumt da alleine auf. Und der schafft es. Chrom räumt alleine auf aus der Pommes, holt hier alle 3 Spieler. Richtig bitter gelaufen für Okko. Da ging nichts rein gerade, gefühlt. Der wollte nicht umkippen, der Typ. Der wollte einfach nicht umkippen. Ne, da war wieder richtig viel Pech dabei auf jeden Fall für Unicorns of Love. Da 1 HP überlebt Chrome hier am Ende. Und dadurch holt er die Runde quasi für sein Team. Man darf halt nicht vergessen, es wäre sogar noch ein Spieler im Back gewesen, also es war ja noch nicht mal der letzte. Dementsprechend hätte man das auch noch viel vorsichtiger spielen können bei Norderwind. Aber Chrom, ja, sehr confident gerade hier unterwegs auf dem Server und holt die Runde einfach alleine. Ja, der hat richtig Bock. Gucken wir mal auf die Stats kurz rein. 10 Frags bei Halserk, 10 Frags bei Chroman, 7 bei Rubinio, Tansky, 5, Harre 3 und dann wieder der Peak von Halserk. Jetzt sieht vielleicht gleich der AWP. Da gibt es nochmal eine Support-Flash.
Halt er gerade alles auf dem Schirm, jetzt sieht er ihn frühzeitig und da gibt's den Zoom. Und da gönnt er sich ohne Probleme an, der klebt den Förder, ich will mich dahin und er macht noch einen zweiten. Oh Gott, einfach jetzt ein komplettes Momentum verloren gefühlt. Hat hier nicht geschafft, vorher Chrome rauszunehmen und jetzt Hulzak wieder der Nächste, der irgendwie überlebt. Aber Crispy, zum Glück mit dem Counterflag gegen Hulzak, die hatten nur 15 gehabt. Und jetzt irgendwie ein paar Klatsches holen. Das wäre sowas von wichtig, einfach für Unicorns of Love. Um 6 zu 3, 6 zu 3, am Ende einfach vielleicht noch ein 8 zu 7 oder 8, 8 zu 7 oder 7 zu 8 rauszuholen. Ja, man verliert ja echt bitter gerade manche Duelle. Und ja, Chrome ist schon wieder zur Stelle hier an der Rampe. Kein Problem für ihn, nimmt sich Kazuya und JDC raus. Und somit ist es Crispy alleine und der wird auch schon hier von Harre abgezielt im Rücken. Und das ist hier wieder die nächste Runde. Und vier Spieler überleben wieder. Also auch das Geld geht langsam bei Norderwind in Richtung nach oben. Ja, man merkt es jetzt. Man hat jetzt gerade seine Wunden wieder, sag ich jetzt mal, geflickt. Ja, jetzt hat man die Full Utility drin. Geld ist natürlich auch noch nicht optimal da, ja, aber es geht weiter hoch. Chrome mit 6k, 4k bei Tenski. Nächste Runde. Wenn man jetzt nochmal die Runde Flawless gewinnt, weil Unicorns of Love hat einfach nur 4 Deagles und wieder die Scout. Vielleicht gewinnt man diese Runde nochmal. Das hat man von auch geschafft zum 5 zu 2 oder 4 zu 2. Aber die Runde braucht man jetzt nochmal. Aber ich glaube nicht, dass nochmal Norderwind das sowas zulässt. Denn Hulzak draußen schon den ersten. Und Hulzak im Jump. Beinahe hätte sie noch nicht gegönnt. Aber vielleicht ist nochmal ein paar coole Klicks jetzt hier. Haare aber zielt schon ab. Boah, der Schuss war da. Aber nicht viel Schaden jetzt gegen ihn. Ne, das war wirklich ganz wenig Schaden. Aber jetzt der Scout-Schuss, auch ganz knapp daneben. Diesmal trifft hier Andy. Und da musste ich auch direkt Hulzak zurückziehen. Da hat er keine Lust, nochmal auf das Duell im selben Winkel zu gehen. So sieht's aus, und trotzdem, ja. Im Endeffekt nicht viel passiert, ne? Man hat die AWP ein bisschen angeschossen. Ob er jetzt damit 31 HP rumrennt oder nicht, ist halt egal. Und Tenski ist schon wieder dabei. Oh. Holt sich JDC, holt sich Andy. Hier außer Garage. Mal schauen, ob er auch noch hier Crispy kriegt. Der jetzt mit der Scout unterwegs. Ah, den kriegt er nicht. Den holt sich Crispy. Ja, super wichtiger Pack. Das sind auch gute Anschlüsse gewesen jetzt. Jetzt gibt es nochmal einen Jump. Und vielleicht kann man sich wieder Hulzak gönnen. Er guckt aber aus dem Window raus. Jetzt frühzeitig gucken, was passiert abgeht. Der verschießt seinen Shot. Close in Ecke, natürlich, man hat es gesehen, aber dank dem X-Ray steht der andere Spieler auch noch auf dem Spot. Noch ein Anschuss passiert auch nicht. Noch 30 Sekunden auf der Uhr. Man muss aufpassen. Hulzak jetzt im Close Fight, aber hinten ihm ist der Backup. Das geht natürlich einiges noch. Die Scout macht nicht viel. Jetzt ist es nur Kazuya. Vielleicht nochmal zwei Stücke Klicks gegen Hulzak. Jetzt die AWP holen, aber dieser ja, Jump, der dann sehr laut war, den hat Hulzak auf dem Schirm. Und ansonsten vielleicht möglich gewesen, nochmal hier die AWP rauszunehmen und hier nochmal die Runde teuer zu machen, wenn nur der Wind. Aber da ist es 8 zu 2. Die Halbzeitführung jetzt hier auf Nuke, der ersten Map von Unicorns of Love. Erstmal auf jeden Fall für Norderwind drin. Und da kommt auch die wichtige Pause. Wahrscheinlich ganz klar von Unicorns of Love. Denn die müssen sich wirklich mal abgeht gerade. Ich finde persönlich aim-technisch Norderwind, ja, ich wollte schon sagen, komplett im Vorteil. Aber eigentlich ist es ja nur dieser eine Spieler, Chrome, der sehr auffällt, und wenn man sich Hulzak anguckt, auch mit 14 Frags, die beiden, die tragen, oder die helfen gerade sehr, sehr viel dabei, dass man jetzt hier unten holt, ne? Ja, aber was halt auffällt, Hulzak und Chrome, das sind halt beide Spieler, die outside stehen, und dadurch merkt man halt, wie viel outside gerade von Unicorns hier angespielt wird. Die zwei sind halt diejenigen, die da aufpassen. Ja, okay, Chrome natürlich auch schon mit Rampe dann gedeckt, also der rotiert so ein bisschen hin und her da hinten auf der Position. Aber man merkt halt, dass die zwei verdammt viel Impact hier gerade auf das Spiel kriegen, outside. Das stimmt wohl. Aber jetzt braucht man einfach eine wichtige Konterrunde jetzt hier außen, dass man die beiden Spieler rausnehmen kann. Kazuya ist noch vor der Tür, macht ein bisschen Stress. Wir haben in der Garage immer noch Tenski, der ist jetzt alleine da, beziehungsweise im Abgang ist er da. Verschiedene Position, der pusht vor, muss er aufpassen, aber der macht den ersten Frag jetzt hier gegen die Unicorns of Love, macht noch einen Spray, Tenski macht noch einen, Hulzak hat sich auch einen Frag, und dann sind sie trotzdem wieder zu zweit, geht plötzlich so schnell, Unicorns of Love verliert zwei Spieler, Rucki, und man hat halt wieder dann die guten Tenski nicht auf dem Schirm, weil die machen das auch clever hier in Norderwind. Jede Runde, ja, alle drei Runden gefühlt, mal ist einer auf dem Abgang, der nach oben piekt und dann die Unicorns überrascht, und irgendwie hat man das dann nicht auf dem Schirm, und verliert so ein paar Spieler relativ schnell. Ja, man wechselt halt gut die Position. Und diesmal hat man halt jemanden hier Richtung Abgang gestellt. Tenski da richtig zur Stelle. Jetzt Chroman hier auch nochmal vom Dach aus. Deckt hier ab. Sieht Andy, kann sich aber nochmal zurückziehen. Also keine Chance hier für Andy auch einen Peak zu holen. Und dann ist es halt Tenski, der zur Stelle ist. Den hat man schon quasi fast vielleicht aus dem Auge wieder verloren, dass der da noch im Abgang stand. Oder man hat davon, ja, sich
gedacht, der hat schon wieder zurückrotiert. Aber der hat da fleißig gewartet. JDC nochmal mit zwei schönen Frags. Mit drei Frags, aber dann ist es halt Alzerk, der dann da irgendwann zur Stelle ist. Aber trotzdem nochmal hier schön teuer gemacht, die Runde von JDC. Drei Spieler nochmal rausgenommen. Ich hätte ihm das so gegönnt, so wie 30 Dollar Wind gerade hier vorgepusht ist, diesen einen Spieler sich zu holen, dass er hier das Ace macht. Das hätte, ganz ehrlich, das wäre ein ganz klarer Fehler hier gewesen von den Norwegern, meiner Meinung. Denn, man klar, man möchte die Waffe handeln, aber muss man das unbedingt sofort spielen? Muss man sich so das teuer, die Runde so teuer machen? Eigentlich nicht. Und das ist vielleicht eine Chance für den Gods of Love, dank dem 3K von JDC und noch einer Waffenrunde, den Bonus mit Money, um hier weiterzumachen. Jetzt einfach durchpushen, JDC hat richtig Bock. JDC wird aber rausgenommen. Wir haben jetzt noch das 4 gegen 5. Die Molos fliegen, Haare steht auch noch close. Zwei Spieler komplett. Halsack super schnell dabei. Trotzdem immer noch das 3 gegen 3. Andy jetzt piekt vorsichtig, Spieler frühzeitig. Aber Tensky, immer noch der 1-on-1 hier gewinnt. Tensky zum Zweiten. Und es ist noch Oko alleine. Ah, so bitter jetzt, wie man die Spieler verliert. Aber Oko den Ersten. Oko jetzt vielleicht den Zweiten. Aber das Problem ist halt, die Bombe liegt halt ganz woanders. Die Molo fliegt leider in die Main. Jetzt nochmal zwei Kopfschüsse. Das wäre so. Die haben nichts mehr. Kroben. Hol den Kroben. Kroben. Ah, reicht nicht. 10 zu 2. Norderwind mit einer wirklich starken Führung. Und Unicorns of Love wieder ohne Bombenplant. Mit zwar okayem Geld, aber ich denke keinem Full Buy. Man sieht es auch in der Scout bei Oculus. Ja, da wird wieder ein bisschen reingekauft, dass man ein bisschen was wenigstens hat. Die Deagles und die Oko Scout, die typische. Und dann muss man jetzt gucken, mit so einer Runde vielleicht mal jetzt einen Zähler aufs Scoreboard zu kriegen. Dass man wenigstens irgendwie so 10-4, 10-5 rausgeht, das wäre schon verdammt gut. Ah, die Konfidenz ist halt auch bei Norderwind mittlerweile so extrem hoch. Ja, das wird super schwer, auf jeden Fall hier überhaupt noch eine Runde zu kriegen auf T-Seiten. Das wird auf jeden Fall richtig schwer. Also Unicorns of Love muss eigentlich nochmal eine Pause ziehen, wenn machbar. Vielleicht irgendwie nochmal ihr eigenes Momentum drehen. Nuke ist keine leichte Map und man muss einfach dann vielleicht als CT es genauso tun, aber Rubinho jetzt hier in der Main, sieht den ersten Spieler, JDC dreht sich weg, dann macht er noch einen Spraydown und gönnt sich Crispy, Rubinho mit der USP, aber draußen haben wir noch Oko, der versucht hier noch ein bisschen was zu machen, Haare von der Seite, überall, das machen die so schnell, sind die CTs da, von jedem Winkel, Haare holt sich auch noch den zweiten Frag und somit 11 zu 2, ja, 13 Runden sind vorbei, von der ersten Hälfte noch zwei Runden zu spielen, beim MR15 der ersten Hälfte und jetzt am besten noch ein 11 zu 4 zu machen, wie du schon gesagt hast, das wäre das Wichtigste, was passiert. Also, helft uns mal ein bisschen, nicht nur, wie wir das 4 halten können, wir brauchen eure Hilfe jetzt hier im Chat, chattet irgendwas rein, Hauptsache Hashtag Unicorns Win oder UUL Win, ein bisschen Energie rüber schicken, die Runde wäre jetzt so wichtig und danach die Folgerunde, dann geht einiges, aber so in Norderwind hat auf jeden Fall noch zwei Runden gut Geld für Waffen. Ja, Andi probiert ja wieder in den Peak, in die Molo rein, kostet ihn zwar 50 HP, aber trifft keinen Spieler. Harry da auf jeden Fall zu weit weg gewesen, um irgendwie einen Peak zu setzen. Und somit hier erst einen Schaden, den hier Andi nehmen muss. Aber, wie schon so oft gesagt, AWP ist es nicht ganz so tragisch, ob er 50, 100 oder 1 HP hat. Da muss einfach nur der eine Schuss sitzen. So sieht es nämlich aus. Ein Schuss muss sitzen und dann geht's ab. Dann ist es Geschichte mit dem jeweiligen Spieler. Natürlich aus Halsacks Sicht und genauso aus Andis Sicht. Egal, wer von den beiden was macht, der gönnt sich einen Stack. Und wir gucken mal an. Oculus ist zum ersten Mal im Abgang runtergegangen. Kommt hier ohne Probleme durch. Man hat vier Spieler Richtung Rampe unterwegs, die jetzt hier gleich auf Halsack treffen. Der steht close. Der Halsack macht den ersten. Halsack dreht sich weg. Die Bombe ist zum Glück nochmal gesaved worden. Jetzt rennt er weg, macht aber eine Molle. Man hat noch 55 Sekunden auf der Uhr. Man muss aufpassen, aber Oculus ist von hinten. Der macht Stress, aber man rotiert auch weiter nach vorne. Wobei man komplett in der Main ist. Oko ist noch komplett unentdeckt. Da könnte jetzt die AWP rausschießen. Das wäre so gut, aber das Window ist noch zu, glaube ich, ne? Man hat es nicht aufgeschossen. Das ist ein Nachteil für Oculus. Aber vielleicht kann er gleich einen Frag machen. Das wäre natürlich was. Wenn er ihn jetzt sieht, frühzeitig Oko. Da ist er noch vorbeigelaufen. Oh, so bitter für ihn. Da sieht er ihn doch. Kommt schon, wie oft die Granate kommt. Jetzt weiß er, da ist dahinter. Jetzt muss er den Frag machen. Da sieht die Seite. Kommt schon! Oko, Digga! Das ist dein Momentum! Und von unten kommt die nächste AK! Ganz, ganz gefährlich und plötzlich sind sie hier auf dem Spot zwar drauf, aber nur zwei Spieler am Leben. Die Jungs hier von Norderwind haben halt rotiert. Die AWP konnte man nicht rausnehmen. Gutes Spiel von Halsack. Oko Licious mit richtig viel Pech. Macht hier keinen Kopf. Die Bombe hat zwar JLC, aber bei 0 Sekunden will man einfach nur die Waffe safen. Ja, bei 0 Sekunden willst du einfach nur die AK mit nochmal durchbringen. Das ist wohl wahr. Ja, bitter. Da kommt Oko eigentlich gut durch, aber kann da auch nicht viel machen. Man steht echt super gut gerade bei Norderwind. Und jetzt sind wir schon in der letzten Runde der ersten Halbzeit, 12 zu 2 mittlerweile hier, auf dem Scoreboard. Und
Jetzt heißt es nochmal, irgendwie hier diese eine Ehrenrunde noch mitzunehmen. Die dritte. Und dann auf CT-Seiten alles geben, ne? Also es ist ja nicht so, als ob es nicht möglich wäre, jetzt dieses Ergebnis noch umzudrehen. Das wäre auf jeden Fall auch möglich. Man hat jetzt nochmal alles reingekauft bei Unicorns of Love, jetzt nochmal ein 12-3 und dann einfach dasselbe tun. Pistol gewinnen und den Rest auch kassieren. Das wäre so wichtig, aber seitdem diese Folgerunde gewonnen wurde dort, zum 1-1 bei Northern Wind, bestimmen sie einfach das Game. Duelle werden gewonnen, man rotiert gut, man verschiebt gut, wenn die Angriffe da sind und ja, die Jungs von Unicorns of Love wissen gar nicht, was passiert. Crispy ist nochmal unten, schwächt sich selbst rein in seinen eigenen Rücken, da ist aber niemand in der Main. Da hat man ein bisschen Angst, aber man steht halt immer wieder auch anders bei den Norderwind. Jungs, und jetzt hier auf der Pommes, Haare mit dem ersten First Frag. Und man hat auch wieder eine andere Rotation, einer auf der Rampe, einer hinten CT-Base, noch einer, der oben in der Schistenski jetzt schon rotiert, weil man weiß, die kommt von außen. Richtig bitter, das machen die richtig stark und Unicorns of Love mit Schwierigkeit. Aber Crispy und Genesee, wichtige zwei Counterfrags. Da geht doch was. Jetzt, Halsing aber, steht immer noch da wie eine 1. Genesee schon auf dem A-Spot. Und in der Main, da macht der andere Spieler Faxe in Kazuya mit der AWP. Und der JDC kann nichts tun. Der von hinten wird dann auch nochmal hops genommen, glaube ich, war's. Und da steht es 13-2, Unicorns of Love. In einem sehr, sehr schlechten Licht jetzt gerade hier gegen Norderwind gezeigt. Kommen als Terror. Noch gar nicht ins Spiel. Nuke. Zum ersten Mal, seitdem wir die Playoffs casten, würde ich sagen, ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal, doch so wie Nuke sein sollte aktuell. Ja, ich glaube, das hat aber gerade auch nicht viel unbedingt mit Nuke zu tun, sondern einfach Norderwind. Das ist einfach so stark gespielt, was sie gerade machen und sie lassen einfach gar nicht in Gegner ins Spiel kommen, gerade auf dieser Map. Ist ja auch so, aber so, ja, vielleicht hat sich Nuke auch allgemein verändert, ne? Aber vielleicht ist es, merkt man auch vielleicht dann allgemein den Klassenunterschied zwischen den beiden Teams. Vielleicht ist es so. Vielleicht hat Norderwind wirklich nochmal eine Performance-Steigerung gespielt, auch in den zwei Monaten, wo man das letzte Mal auf Unicorns of Love getroffen ist, auf Overpass. Kann alles sein, wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall Unicorns of Love nicht das, oder bis jetzt nicht das gezeigt, was sie auf jeden Fall können, bin ich der Meinung. Also da kann man auf jeden Fall schon mithalten. Aber zwei Runden als Terror ist einfach doch ein Tick zu wenig. Es wird schwer, es wird richtig hart. Norderwind darf die Pistole nicht holen. Es muss hier für Unicorns die Pistole sein. Ja, es muss jetzt hier auf jeden Fall die Pistole sein, sonst war es das hier ganz schnell. Dann wird hier Norderwind wahrscheinlich in dieser Map drüber fegen. Und wir können ganz schnell switchen auf Inferno. Möglich ist es. Dann kommt der Go auf Marsport. Jetzt muss Chromen. Macht den ersten Frag, aber da gibt es den Counterfrag von Andy. Super wichtiger Counterfrag. Kazuya jetzt vielleicht von hinten. Durch den Schacht macht er mal einen. Trotzdem ist 2 gegen 2 sogar noch. Weil der Frag von JDC sitzt auch wieder. JDC, Crispy, die beiden noch am Leben. Oh, schöner Winkel von JDC. Der muss den Frag machen. Macht er auch. JDC hat richtig Bock. Jetzt mal auf die Pommes pushen. Robinho im 101. Jetzt runter pushen. Oh, da wurde er nachgeladen. Was er macht es? JDC, Junge. Wieder der jüngste Kerl. Die leckere Schokolade hier, Digi. Schönes Ding! Holt er sich hier den Frag und läuft bei ihm. Ja, der macht heute auch ein Top-Spiel. Gucken wir mal, ob die Frags, ja, 15 Frags, ja. Krass. Hier habe ich vorher noch nicht drauf geachtet, aber da müssen die anderen auch mal Gas geben. Und danach sehe ich hier auf jeden Fall noch eine Overtime oder den Ausgleich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sehen wir bei Norderwind kein Force oder sonst was. Die haben 2000. Sparen das genau auf und jetzt ist es hier die Runde von JDC an der Rampe, kann 3 Stück rausnehmen, wird dann aber von Haare getradet und dann sollte es jetzt einfach hier noch Andy am Ende machen. Man rennt nochmal zurück, hat natürlich eine Waffe dabei, aber trotzdem am Ende 2 Frags für Andy, 3 für JDC, keine schwere Runde, die hier Unicorns of Love hatte, hier in dieser E-Kurve von Norderwind, aber jetzt geht es halt direkt in die Waffen und jetzt heißt es zu zeigen, was man drauf hat. Man hat jetzt zum Teil sogar schwächere Waffen. Wir haben die USP, die MP9, die Farmers hier auf Seiten von Unicorns of Love. Und auf der anderen Seite sehen wir schon 3 SGs, 4 SGs und eine AK. Also volles Waffensetup mit ein bisschen Utility dabei. Das könnte jetzt super gefährlich werden. Oh, aber die Granate von Crispy, die war so gut. Nochmal eine schöne Molo, die kann nicht gelöscht werden. Da laufen sie aber einfach durch, springen rüber. Was haben die denn für Jumps? Aber Crispy macht noch ein bisschen Damage. Man macht echt guten Schaden, aber trotzdem rotiert man schnell rein. Man hat sich einfach gut vorbereitet und weiß ganz genau, dass Unicorns of Love nicht unten stehen. JDC ist schon rotiert. Man wartet jetzt hier davor, dass man angreifen kann. Der versucht jetzt hier gerade noch auf Position zu kommen. JDC ist die letzte Hoffnung. Und die Tür geht auf. Windows offen, Herre mit dem Kopfschuss. Und jetzt hat man schon ein paar Spieler unten, oder nicht? Man muss aufpassen. Kazuya ist noch nicht da, noch niemand ist da. Nur Andy jetzt hier schon. So ein bisschen von der Rampe, aber das sieht nicht gut aus. Die Bombe noch nicht gelegt.
Wie will man jetzt das hier zurückerobern? Vom Schacht muss man auch angreifen. Was wird passieren? Okolicious nochmal. Von hinten kommt immer noch Krumen. Jetzt, Okolicious, kommt von rechts. Hol ihn dir. Und der sieht den Spieler nicht oder hört ihn nicht, aber trotzdem nochmal zwei Frags an die und macht einen Double Frag sogar. Super wichtig. Wir haben es 3 gegen 3. Crispy graded up hier. Hat jetzt hier anscheinend die Weapon nochmal eine Sig. Und jetzt wird der Retake auf dem A-Spot gespielt. Norder wird auch nochmal komplett rotiert und auf dem A-Spot gelegt. Ja, Krumm rotiert auch nochmal sogar runter. Guckt, ob er nicht hier noch vielleicht irgendeinen Spieler holen kann. Und ich hab's doch richtig. Die Bombe liegt unten. Ah, die Bombe liegt doch unten. Nicht? Ja, es scheint doch so zu Wollt sein. Doch ja. Sagen. Ja, ich dachte, die wäre oben gelegt worden. Weil die nach oben gelaufen sind, die Jungs. Deswegen. Ich habe mich voll faken lassen von Unicorns. Ja, da hat aber sich gerade jeder faken lassen. Auch die ganzen Unicorns-Spieler. Und damit ist es die 14. Runde für Norderwind. Und jetzt einfach bitte die Waffen noch durchkriegen. Nicht so viel mehr verlieren. Weil so viel Geld hast du nicht. Du willst jetzt hier auf jeden Fall eine Waffe legen können. Ah, Retake, ja. Ja, Fake News. Fake News hier von den Castern. Das habe ich überhaupt nicht bekommen. So viel rumgerampelt sind die Jungs, dass sie da oben gegangen sind und gelegt haben. Und auch weil die sich so sicher waren, es wurde oben gelegt. Der Call kam. Ja, richtig bitter. Schön gespielt von Norderwind. Und somit noch eine Runde auf das Konto geholt. Nachdem man 2 Runden geholt hat bei Unicorns of Love. Kann man weiter ausbauen. Ja, wir müssen einfach nur hoffen. Ja, wie konnte man durchbringen? Nein, Sig und eine. Trotzdem geht einiges. Crispy jetzt nochmal mit dem Close Position. Kalzek jetzt geht einfach durch. Hat sofort gelöscht in dem Push und ist schon unten in der besseren Position. Ne? Kann Stress machen. Hier Richtung B-Spot. Das muss man auf dem Schirm haben. Aber Andy passt auf. Holt sich den Frag Gear gegen Halserk, der hier da unten gepusht ist. Aber trotzdem hat man schon 2 Spieler unten Richtung B-Spot. Und das könnte man vielleicht nutzen aus Sicht von Norderwind, wenn man die Nahspot angreifen will. Ja, und genau das will man auch machen. Man bereitet sich jetzt hier, glaube ich, auf den Doorgo vor. Da steht aber noch Crispy im Schacht und Kazuya ist ja auch noch oben auf der Position, wo du eben sagtest, da stehen sie nicht so oft. Aber da ist dieser Crispy kann aber nur, ach, Kazuya kann nur einen rausnehmen. Und dann ist es JDC aus Heaven, der noch auch noch mal traden kann. Ja, 3 gegen 2 Situation für Unicorns. Trotzdem ist man jetzt auf dem A-Spot drauf, hier als Terror. Kann die Bombe blenden und man muss auf jeden Fall den Retake jetzt gleich spielen. Und jetzt dürfen sie dann auch den A-Retake spielen, den sie letzte Runde schon hier probieren wollten. Das kann sein. Und das ist wichtig. Andy und JDC beide jetzt von oben. Andy hat Bock. Gibt es eine Molle in die Pumps. Und die ist so gut, weil. Mann, wir sehen ja alle, dass die komplett rotieren. Und das ist aber auch genauso gut, wenn man sich überlegt. Wenn die jetzt hier einmal komplett rumlaufen, noch die Jungs hier von Norderwind und von hinten angreifen, könnte das so gefährlich werden. Guckt, was Tensky macht. Wie dreist der einfach gerade ist. JDC, bitte dreh dich nach links. Die brauchen so lange jetzt. Dreh dich nach links, JDC. Der kommt nach oben. Dann will er diffusen. Der muss es machen. Und dann von oben jetzt Tensky mit den ersten. JDC zieht einfach durch. So bitter Tensky mit dem richtigen Momentum. Ganz, ganz frech und dreist zum 15 zu 4 Unicorns. Keine Chance. Das hat man einfach auch nicht im 2 gegen 3 auf dem Schirm. Schade. Ja, das ist. Das ist ja krass Spiel auf jeden Fall von Norderwind. Das ist auf jeden Fall Next IQ-Plays zum Teil. Rotieren hier nochmal komplett hoch Richtung Heaven. Haben aber auch das Vertrauen einfach in sich selbst, dass sie schnell genug sind. Und damit jetzt hier die 15. Runde Overtime schon mal sicher. Und natürlich jetzt fast keine Waffen mehr bei Unicorns of Love. Wir sehen es: 3 Deagles, 2 MP9s. Ein ganz bisschen Utility. Und wenn hier nicht alles falsch läuft, war es das wahrscheinlich. Norderwind super stark unterwegs. Und ich glaube, die erste Map können wir hier wahrscheinlich. Wie gesagt, wenn nicht irgendwie jetzt ein Wunder noch passiert, mit 16 zu 4 abschließen. Wahrscheinlich schon. Leider, leider. Kann man nichts machen. Muss man vergessen, vergeben, Inferno einfach voll top performen, da geht einiges. Vielleicht noch mal ein paar Diegelschellen rausknallen, warum nicht? Wäre schön, Crispy macht den Anfang. Wichtige Schelle gegen Rominio. Und vielleicht noch mal einen gegen Halsack, der guckt, zielt hinten ab. Ja, der ist aber nicht durch, das hat aber Crispy auf dem Schirm. Aber der Shot, der trifft sogar Halsack nochmal, aber allgemein dann halt nicht so viel. Andy jetzt gleich gegen Harre. Vielleicht noch mal ein kleines Comeback, ein kleines aufloderndes Flämmchen. Aber das könnte man nur noch weiterführen, wenn man jetzt die Runde jetzt mit 4 Leuten überlebt und die Waffen komplett bekommt. Das wäre so wichtig für Unicorns. Schöne 4 Klicks und dann geht's ab. Und jetzt geht man doch wieder oben lang. Kazuya noch vor der Main. Man rotiert hier nochmal. Gokolicious sieht oben im ja, Catwalk, ne? Und ich bin gespannt. Jetzt der Kazuya, die Super Flash. Kazuya, warte, mach den Frag nicht. Was ist das denn? Da geht einfach nichts rein in die Boys. Aber trotzdem, 3 Spieler am Leben, wenig HP noch bei Halsack und Chrome. Die Runde ist noch möglich, aber von oben, ja, ganz bitter. Kommt schon der Spieler und JDC ist gesehen. 1 gegen 3 Situation. Richtig, richtig bitter. Ja, man weiß, wo er ist, kann einfach in Ruhe blenden. Man hat einen Heaven stehen, von da kann er also nicht kommen. Und jetzt kann man einfach komplett abzielen. Und dann sollte es das jetzt ganz schnell gleich gewesen sein.
JDC probiert es über Heaven. Sieht dann den Spieler, wird aber jetzt auch gesehen. Und dann von der Leiter aus, die Schüsse haben nichts gebracht. Geht da raus, da wartet Halsjag und das ist die erste Map hier für Norderwind. Das ist die erste Map, doch relativ schnell hier auf Nuke GG, well played, keine Chance. JDC und Co. doch, ja. Wenn wir sagen, keine Sonne gesehen jetzt gegen das starke Norderwind. Man kam nicht ins Spiel, man merkt halt doch so ein bisschen, finde ich, Pat, Nuke als CT zu starten ist doch nochmal, wo man vielleicht nicht perfekt performt oder so das hinbekommt, aber du hast halt so ein kleines Puffer, das du dir ausarbeitest, als Terra versuchen zu arbeiten und bist auch vielleicht ein bisschen wärmer, hast auch vielleicht mitbekommen, wie die anderen so stehen, wie das, was sie so spielen. Und so musst du halt agieren, sehr, sehr schwer. Ich bin gespannt. Jetzt dreht sich nämlich alles um. Jetzt ist man auf Inferno wahrscheinlich direkt erstmal auch als CT drin. Was man auch vorhin hatte, vorher war man als Terror. Also es wird schwer. Favoritenrolle von den Jungs hier von Norder wird auf jeden Fall aktuell erfüllt. Sehr, sehr deutliches Ergebnis mit 16-4 gegen die Unicorns of Love. Aber das kann manchmal echt so viel ausmachen, wenn man mal nicht direkt durchstarten kann, wie man es halt vorher hatte. Schade. Ich hoffe auf eine zweite Map, ein 1-1 und dann auf die dritte Map Overpass. Das wäre gar nicht so schlecht, weil ich hätte gerne Overpass nochmal gesehen als Revanche für Unicorns sogar. Ja, dazu muss man jetzt erstmal Inferno aber auch packen. Könnte auch nochmal ein hartes Ding werden. Oder wird auf jeden Fall ein hartes Match nochmal. Obwohl Inferno eigentlich so, sage ich mal, ja, eine der Hauptmaps von Unicorns of Love ist. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie sie sich jetzt da zeigen werden. Ob es da dann reichen wird, gegen ja doch ein sehr dominantes, aufspielendes Norderwind hier heute zu ja, mitzuhalten und sogar vielleicht da dann dieses Spiel zu gewinnen. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, wished, danke und Grüße gehen raus. Natürlich schön, dass ihr alle dabei seid hier noch. Ja, 100 Viewer, 140 hatten wir Peak. Danke, dass ihr dabei seid hier mit unserem Cast. Pat und ich freuen uns darüber sehr. Supportet mehr die Unicorns, das deutsche Team, das wäre natürlich richtig nice. Wir werden jetzt gleich kurz ins Break gehen, wir müssen halt diese Nuke-Klatsche verkraften. Unicorns bis jetzt immer eigentlich wie ein Phoenix gewesen, ja. Kriegen am Anfang auf Schnauz und danach kommen sie stärker denn je wieder und holen sich dann das Ding. Es wird schwer, es wird auf jeden Fall nicht gleich, das wissen wir alle, aber wir brauchen den Support von euch. Von dir, ja, von dir. Und von uns beiden natürlich, von Pat und mir. Deswegen gehen wir in eine kurze Break. Sehen uns dann gleich wieder nach der Pause dann auf der zweiten Map auf die Inferno. Und mal gucken, ob es dann auch pünktlich um 21 Uhr losgeht oder so. Vielleicht auch ein bisschen früher, je nachdem. Oder ein bisschen später. Wir werden es auch beobachten. Also seid nicht böse, wenn der Timer runter oder ein bisschen hoch geht. Also bis gleich.
to turn it on. So, dann sind wir wieder. Ich gönne mir gerade nebenbei ein paar Snacks. Ja. Frustessen gerade jetzt hier als Unicorns-Fan. Habt ihr schon mal gesehen? Bisschen Werbung. Lecker Kokos-KitKat. Noch nie gegessen. Schmeckt ganz okay, wer Kokos steht. Aber ja, wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr habt noch Bock. Ihr seid noch heiß. Wir sind, ja, natürlich auch heiß, aber natürlich ein bisschen geschockt natürlich. Ne? Von dem Ergebnis jetzt gerade, von Newark, muss auch immer durchatmen. Eigentlich müsste man irgendwas machen, was kann man da machen, Paddy? Allgemein, auch als Fan. Wie, wenn du jetzt irgendwo zuschaust, wenn du gerade richtig Bock hast auf diese Partie, Fußball, anderes Counter-Strike-Team irgendwo, was kann man tun, theoretisch, was könnt ihr auch gerne beantworten, was ihr machen, was macht ihr, um euch wieder runterzubekommen und nicht komplett zu ragen? Okay, ich glaube, fragst du gerade den ziemlich falschen Typen, weil ich eigentlich bei sowas doch recht entspannt bleibe, weil es ist halt alles drin. Ich bin ja tierischer Football-Fan. Und da hat man es halt auch schon oft gesehen, als die Patriots einfach zurücklagen und dementsprechend dann einfach in zwei Quartern das ganze Spiel auch gedreht haben, was auch für unmöglich war. Und ich Leute kenne, die haben schon den Fernseher ausgeschaltet. Und dasselbe ist halt jetzt hier drin. Jetzt muss man einfach komplett neu fokussieren, vergessen, was da auf der ersten Map passiert ist. Das Spiel hat halt jetzt noch zwei Maps zur Verfügung, die du gewinnen kannst. Und ja, als Fan musst du einfach auch hoffen, weiter dein Team anfeuern und einfach an dein Team glauben. Das ist halt auf jeden Fall das Wichtigste, weil wenn man das Team so schnell aufgibt, dann ist es halt meistens eh schon vorbei. Dann bist du auch kein richtiger Fan, ganz einfach. Du bist nur Erfolgsfan, würde ich fast meinen. Oder man nennt sie auch Bayern-Fans oder wie auch immer man meint. Ja? Grüße gehen raus. Bin gespannt auf jeden Fall. Brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall diese Map für Unicorns. Das ist die Map von Norderwind. Ihr seht, es geht los. Es scheint gleich hier alles geladen zu sein. Wir sind im richtigen Moment da. Die Coach-Slots sind vorhanden. Ihr habt es nicht gesehen, wir waren noch nicht in dem anderen Bildschirm drin. Deswegen, let's go! Zweite Map. Die Map hier in dem Fall von
den Jungs von Unicorns of Love nicht, sondern von Norderwind. Deswegen darf man als CT reinstarten bei Unicorns. Nuke ging schnell durch. 16 Vierschelle gab's für unsere Einhörchen. Da war man auf jeden Fall im Baby-Modus gefühlt. Und Norderwind jetzt hier auf ihrer Map. Genauso wie Unicorns. Beide, glaube ich, denke ich, schon stark. Wollen natürlich gerne das 2-0 direkt zumachen. Aber wir brauchen die Unicorns, um den Sieg hier, um den Sieg mitzuspielen. Und einfach das 1-1 zu spielen. Egal, ob 16-13 am Ende ist, mir scheißegal. Hauptsache, wir gewinnen Inferno. Also chattet rein, hype mit. Part und ich sind ready. Und warum geht der X-Ray einfach raus? Nee, der ist so weit weg. Wir machen jetzt einfach mal ohne X-Ray. Genau, nimm mal die Hände aus der Hose ins Bett mal. Genau, vollkommen richtig, sorry. Let's go. So langsam. Erstmal ganz langsamer Aufbau auf jeden Fall hier. Von den Terroristen. Auch super interessant, wie diese so die Mew Inferno spielen jetzt hier, oder? Ne? Sie erwarten, dass irgendein Push kommt oder sonst wie, aber es sieht so aus, als wenn es jetzt hier gleich den Contact gibt. Man hat Kazuya, man hat JDC. Da gibt es die Flashes. Kazuya ist noch versteckt. Ich bin gespannt, ob man darauf reinfällt. Andy wird jetzt gleich close peeken. JDC jetzt im ersten Contact. JDC kriegt den Shot ab. Und dann weiß man aber nicht, dass JDC da ist. Jetzt muss natürlich jetzt hier Kazuya warten. Kazuya den ersten. Kazuya, der macht doch keinen zweiten. Und dann ist es Andy jetzt hier. Komm schon, der macht auch keinen. Aber trotzdem ist es 2 gegen 2. Der hätte noch einen Tick mehr gehen müssen. Kazuya hat mir einen Tick zu früh geschossen. Ja, ein bisschen mehr Geduld für den Moment. Aber er wollte natürlich auch Andy wahrscheinlich retten. Und jetzt muss Oko und Crispy retten. Crispy jetzt von hinten. Support Pressure für Robinho. Der piekt rum in die Ecke. Ein schöner Klick ins Gesicht. Ohoho! Genau sowas von Crispy. Das brauchen wir jetzt in dem Moment. Wir brauchen diese Runden. 2 gegen 1 Situation. Harre, wo steht er? Man muss alles abchecken. Man weiß halt noch nicht, wo er steht. Alles nach vorne laufen. Harre steht hinten in der Ecke. Ja, und da chillt alles gecheckt. Jetzt hat man ihn noch nicht gesehen. Jetzt nach links gucken, bitte einmal. Man checkt nicht. Jetzt hat man ihn gesehen. Jetzt weiß man Bescheid. Muss man ihn zusammen pushen. Und Oko löst. Er muss nachladen. Ganz gefährlich. Und der macht's aber. Ja. Der scheint hier gerade den Oko-Haltmodus drin zu haben. Der hat keinen Bock mehr. Kurwa, sagt er. Kurwa. Let's go. Schöne Pistole, schön gut gemacht hier. Und eine sehr interessante Taktik, die man hier ausgepackt hat, hier von Unicorns of Love. Ja, Pistols 3-0, ne? Also, Pistols heute auf jeden Fall auf Seite von Unicorns of Love bis jetzt. Man konnte da leider auf Nuke wenig draus machen. Aber jetzt dann auf Inferno am besten umso mehr. Wir sehen eine Deagle bei Rubinho. Wir sehen eine Deagle bei Hulk. Als Zerg, wir sehen eine Deagle bei Herre. Also, 3 Deagles, 2 P52. Und das war's, was die Terroristen sich hier gegönnt haben, diese Runde. Und Okolesh ist erstmal mit dem Mollo, will hier auf jeden Fall den Hausko aufhalten. Kurra Bliet, Pidalas haut da raus. Hashtag CSGO-Wissen. Ja, läuft auf jeden Fall hier. Ja, ich hab's nur gesagt, wie unserem kleinen Okko-Monster hier. Der hat echt Bock, wenn er mal richtig, richtig im Tunnel ist. Genauso. Umgekehrt manchmal, aber eigentlich, die Jungs, die können es auf jeden Fall hier und man kann auf jeden Fall 100% bin ich auch von überzeugt, auf Augenhöhe mit diesen Jungs mitspielen. Die sind zwar stark, aber so stark auch. Nuke ist hier eine spezielle Map, aber vielleicht Andy jetzt aber eine schöne Granate, die macht mal ein bisschen Damage. Andy macht den ersten. Wichtiger erster First Frag, jetzt mal absmoken und dann ist die Grundlinie erstmal ihrer. Und ein Spieler, der gute Hall sagt, der hat Bock mit der Deagle. Checkt hier aus. Crispy jetzt könnte auf den falschen Fuß erwischt werden, weil der Peak ist aber da von JDC direkt im Gesicht und somit hat man 1. Beziehungsweise 3 gegen 3 jetzt hier auf dem A-Spot, denn wir haben immer noch 2 Spieler auf dem B-Spot, wir haben es gerade gesehen. JDC und Crispy, Rubinho, Chroman zusammen auf dem Spot drauf. Oko muss jetzt hier performen, jetzt hier aus dem Pit. Kazuya macht es aber man hat eine super Doppeldeckung und das war's. Man kriegt aber gut Schaden rein. Flawless Runde für Unicorns of Love und die war so wichtig. Ja, auf jeden Fall, eine schöne Runde runtergespielt. Aber jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, ne? Erstmal hat man jetzt schlechtere Waffen, aber da muss man jetzt durch. Also die Runde ist ganz wichtig. Die jetzt auch zu holen, das würde so gut tun, mal direkt 3 Runden in Folge zu gewinnen und jetzt nicht direkt die erste Waffenrunde zu verlieren. Das wäre sowas von wichtig, Patte, da gebe ich dir sowas von recht. Deswegen einfach die Runde holen, schöne Granaten, die kommen ganz gut, aber machen leider minimalistischen Schaden bei Chroman. $900 oder wie viel kostet eine Granate? Ja, erstmal weggeschmissen, aber so ist es halt. Hätte auch anders ausgehen können, hätte auch ein Terror weniger sein können im Moment. Und wir haben hier einfach ein bisschen Kontrolle für die Mitte. Man baut sich auf. Ein Spieler, Halsack, der Stress macht hier bei Crispy. Jetzt löschen, vorpicken, super Supportflash. Und was für ein Ding war das denn? Zieht sich doch gut zurück. Erstmal natürlich super wichtig gemacht, weil man nicht weiß, ob da noch Folgespieler sind. Wir haben es gewusst. Also, hätte ich das gespielt, hätte ich mir ganz gleich mal die AK gegönnt. Ja, na klar. Also, erstmal einfach reinrennen. YOLO. YOLO. Ja, aber jetzt müsste man so langsam merken, dass ziemlich viel auf dem A-Spot ist. Jetzt würde es mir gefallen, wenn man dann gleich vielleicht doch ein bisschen aggressiver auf dem B-Spot Richtung Banane spielt. So sieht's aus. Aber ja, jetzt rotiert der erste Spieler und dann bin ich mal gespannt, ob es dann JDC ist, der gleich ein bisschen Banane weiter vorpiekt.
Weil die AK könnte man sich dann doch noch vielleicht schnappen. Jetzt ist aber erstmal Chroman gegen Andy. Und Chrome holt den ersten. Robinho auch noch erfolgreich gegen Okolicious. Aber da ist Kakuzuya und holt direkt Doppel-Repeak. Ganz wichtig. Wird dann aber auch rausgenommen, obwohl der Gegner blind war. Aber wir haben eine 2 gegen 2 Situation. Ja, leider in so einer Situation kommt es jetzt nicht mehr dazu, die Waffe noch zu pieken, erst aus der Banane. Weil du musst jetzt schnell rotieren, die Bombe ist geplantet, du hast zwar ein Defuse-Kit auf JDC, aber trotzdem nicht so viel Zeit. Und Harry wieder mit einem schönen Move, geht hier wieder aggressiv und kann einfach den Spieler, der hier Richtung Boiler reingehen will, rausnehmen. Und damit ist es JDC alleine gegen zwei Spieler von Norderwind. Es ist noch Chrome und Harry auf dem Spot gegen JDC, der kommt vor kurz und wird auch schon abgezielt. Aber Chrome wechselt nochmal und ist aber dann zur Stelle und ist auch direkt mit dem Headshot dabei. Und das ist wieder die erste Waffenrunde, die direkt an Norderwind geht. Übel will, der einfach nur kurz piekt und direkt den Kopf trifft. Ja, oder einfach direkt dahin aimt. Keine Chance. Ja, schöne Runde von Norderwind natürlich und bitter für Unicorns. Man hat es echt ganz gut im Griff gehabt. Kazuya mit einem schönen Spray. Zwei Frags nochmal gut gemacht. Aber dann hat man so schnell Spieler verloren. Okolicious hat nicht mitbekommen, dass da oben einer geboostet wurde, ne? Das ging auch super schnell. Damit rechnet man nicht. Normalerweise ist es so ein CT-Spot. Aber jetzt ging es halt dann nicht optimal aus. Jetzt kämpft man auf jeden Fall um die Bananenkontrolle. Man pusht runter. Ganz viel Schaden gegen Crispy. Und der verbrennt einfach. Gar keine Chance. Und JDC alleine nach vorne. Da hat man auch so ein bisschen auf dem Schirm. Aber das hat echt wehgetan für Unicorns of Love. Und da hat man direkt die Überzahl bei Norderwind. Ja, Kazuya ist auch schon einen kleinen Fight verstrickt. Kassiert ein bisschen Schaden. Wo auf der anderen Seite nicht viel passiert. Und jetzt ist JDC. Der wird gecheckt. Wird rausgenommen. Kann zwar noch mal ein bisschen Damage machen. Aber nimmt Robinho halt auch nicht raus. Sondern der überlebt mit 9 HP. Ja, und man hat jetzt das 3 gegen 1. Es ist Kazuya gegen 3 Spieler jetzt gleich. Man sieht eine Rotation. Aber vielleicht Oko jetzt mit dem wichtigen Frag gegen Harre, der schon wieder so einen ekligen Winkel hat und weiß genau, wo er den richtigen Spieler vielleicht dann erwischen kann, wenn er jemand verschiebt oder reinpiekt. Und da wurde ein bisschen Stress gemacht. Man hat jetzt nur noch einen Spieler auf dem A-Spot. Plötzlich also komplette Änderung. Kazuya nicht mehr alleine, sondern jetzt ist es Oko. Der muss jetzt glänzen jetzt hier. Unser Schnuckiputz. Da muss einfach was gehen, aber ansonsten wird es schwierig. Es sind noch 40 Sekunden. Man macht hier echt immer Faxen, aber Unicorns of Love lässt sich davon nicht reinlegen, dass man hier faked auf dem A-Spot und es wird der B-Spot. Und dann hat man doch nochmal den Vorteil. Andy mit der AWP steht ready und es wird der A-Spot, der B-Spot werden. Das 101 jetzt noch, das kriegt ja wieder so aus. Das ist so wichtig. Andy mit dem Shot Nummer 1 und gegen die AWP zu facen. Mal Nummer 2, es wäre so wichtig und der Shot aber verfehlt. Kazuya jetzt mit dem Spray und der kann eigentlich vielleicht beide holen. Aber irgendwie laufen die so perfekt, dass man hier den Frag gegen Kazuya macht und Oko, ja, der wurde einfach easy gesnackt von Position 2-2. Norderwind ist wieder da. Und man schickt damit Unicorns hier direkt in die Eco. Hat zwei Waffenrunden gewinnen können und damit kein Geld mehr vorhanden. Man hat zum Glück hier noch 2000 jeweils auf dem Konto bei Unicorns. Natürlich durch den Loserbonus mittlerweile dann auch so viel Money jedes Runde und ja. Das ist ganz schnell wieder der Ausgleich gewesen. Man lässt sich auf jeden Fall Unicorns keine Luft schnappen, hier Runden zu holen. Jetzt ein schneller Go Richtung Rundlinie. Und da ist Kazuya da, kann aber nicht viel machen. Hat natürlich die wesentlich schlechtere Waffe und ein bisschen Schaden hat er verteilt. Aber das war es dann auch schon. Okulist steht wieder hier close vorm Boiler. Wird auch reingesprayt in die Smoke, aber da ist dann kein Schaden vorhanden. Chrome holt sich dafür aber in Library hier Andy raus. Schöne Aktion jetzt hier natürlich jetzt hier von Oko dann, aber Christy fliegt nochmal rum, macht nochmal Shots, macht nochmal einen guten Headshot, aber dann war es halt. Man hat die Full Ecke gespielt, 3-2. Norderwind kriegt jetzt hier auf Inferno als die Führung jetzt zum ersten Mal in diesem, auf dieser zweiten Map. Und Unicorns of Love jetzt nochmal mit einer kleinen Pistol-Fosse mit Granaten wahrscheinlich. Mal gucken, ob du dir auch noch eine reinkaufst oder spart. Nee, alle 5 Granaten. Mal gucken, ob man damit was wegbomben kann. So eine Kobe-Aktion von der Mitte und von vorne. Das wäre so gut, aber man läuft schon über die falsche Mitte bei Chroman und Co. Ganz, ganz bitter. Das wird natürlich nicht gut ausgehen. Und somit kann man nicht viel Schaden machen, aber doch, Rubini kommt zurück. Er ist auch gepusht vor. Hat die Spieler gesehen. Trotzdem ist man todesblind. Und der holt beide, oder was? Chroman wieder am Auseskalieren. Harre holt hier den nächsten Counter-Fact zum Glück. 2 gegen 3 Situation. Trotzdem ganz schön da Brennpunkt bei Norderwind, denn die Aktion von Unicorns of Love mit den ganzen Granaten und Co. ging dann doch ganz schön gut rein, ne? Ja, vor allen Dingen, was jetzt gerade ein kleiner Vorteil ist, ist, dass zwei Spieler low sind bei Norderwind. Und das heißt, die Deagle muss halt auch nicht mal den Kopf treffen. Das sind beides Body-Hits und damit würde man umfallen. Rubinho und Hara auf jeden Fall One-Shot für die Deagle gerade.
Nur Chansky halt mit den 100 HP noch da. Das Problem ist allerdings, die Deagle steht auf dem B-Spot, beziehungsweise in Banane. Und da ist jetzt gerade keiner. Es ist nur JDC da, der steht hier an der Treppe zum Friedhof. Kann hier den ersten Spieler rausnehmen. Vielleicht kriegt er sogar noch den zweiten Low-Spieler, aber da wird er jetzt abgebrannt, wird rausgezwungen. Und das war das Ende für JDC. Jetzt ist es dann nur noch ein Spieler, und zwar Andy, der kann auch eine AK aufnehmen auf dem Weg. Und das könnte jetzt richtig spannend nochmal werden. Wenn er da Tensky rauskriegt, der mit Full AP unterwegs ist. Er wird aber zuerst auf Harre treffen. Und dann ist Tensky da, piekt genau richtig rum und holt sich Andy. Sehr, sehr bitter. Aber trotzdem eine sehr starke Runde gleichzeitig wieder mit diesem Pistol Force Ball, weil jetzt hat man wieder genug. Man kauft rein, ich denke mal, die Doppel-AWP mit JDC und Andy sieht man relativ oft. Könnte ich mir echt gut vorstellen, dass man die rein voraus, da kommen die zwei Augs, doch noch nur eine M4 bei JDC. Volle Utility, zwei Dichtus gibt's am Start. Und die Runde, die muss man jetzt holen. Die will man auch holen, denke ich mal. Deswegen hat man auch nochmal diese Doppel, ja, erst Full Echo eigentlich gefühlt und dann diese Force Ball gespielt. Die Granate nochmal in der Mitte, macht aber nicht so viel Impact. Wieder drei Mann hier für die Bananenkontrolle, aber man geht jetzt richtig schnell auf die Grundlinie. Kazuya jetzt oben und eine schöne Molo natürlich gegen Chromen und Harre. Okulisch ist mit dem Vorpeaken. Der kriegt aber einfach nichts rein gerade. Man wird direkt kassiert. Jetzt der Kazuya geht vor. Der will Tensky vielleicht haben, aber Tensky macht es gut. Der aimt ab. Crispy wird auch genommen. Kazuya nach links gucken. Es ist so ein gutes Timing, wie die das machen. Man hatte einfach auf dem siebten Sinn dir ungefähr komplett gelesen, wie Unicorns spielen möchte. Und das ist richtig, richtig bitter. Als wenn die ein offenes Buch sind, ne? Ja, sehr gut gespielt. Aber Oko pickt da halt auch Pech und mit Pech rein. Kriegt da gar keinen ab. Bitter, bitter. Und die spielen halt so confident, machen es einfach schnell. Und jetzt kannst du einfach nur die zwei Waffen saven. Und nächste Runde mit diesen zwei gesaveten Waffen nochmal probieren, irgendwas zu holen. Ja, sieht halt echt bitter aus, wie es gerade läuft für Unicorns. In sieht ganz vielen Situationen. Sieht auf jeden Fall bitter aus, ja, aber Andy nochmal mit einem Aim-Shot, das war wichtig für ihn. So ist es auch nicht verkehrt, wenn man dann nochmal die schnellen Shots trifft. Ja, aber da sieht es auch weiter, geht man nicht vor. Man saved mit allen vier Leuten. Jetzt hier oben. Zack, läuft bei ihm. Gibt's noch ein bisschen Damage. Da hätte ich mir jetzt diese Kobe-Granate gefühlt gesehen gerne, ne? Das wäre geil gekommen, so wenn du da mal hinwirfst und die gehen alle drauf. Kennst du das noch? Die Szene war mega. Die habe ich da damals mal gesehen. Da hat sich der eine Spieler legendär gemacht. Wie hieß ja, denn der Spieler? Ja, jetzt fällt der Name mir nicht ein. ich weiß, wer es war. Ich hatte es gerade auf der Zunge. Aber jetzt ist er weg, der Name. Danke dafür. Ja, bitte, bitte. Hat ja sogar das Graffiti da gekriegt. Ja, nice. Aber war auf jeden Fall eine mega Aktion. Und jetzt bin ich gespannt. Man kauft nochmal rein. Man hat nochmal das Geld mit dem Loser-Bonus. Genau, Doja. Genau. Doja. Ja, Doja Nate, ja, mega geile Aktion, muss man einfach so sagen. Ne? Ich denke, alle kennen das mittlerweile. Und das hätte jetzt hier gut gefruchtet. Das wäre insane gewesen. Hätte man das auch nochmal gebracht. Leider die Runde verloren. 5-2. Norderwind vorne. Aber die Runde jetzt einfach holen. Und dann schießt er 5-3. Dann nochmal gegen eine Waffenrunde facen. Und wahrscheinlich nochmal drei Waffenrunden wahrscheinlich insgesamt, die man facen muss. Eine muss dann eine Flawless sein. Ein paar Unicorns of Love. Wäre richtig gut. Oder mit vielen Spielen überleben. Aber egal, erstmal Zukunftsmusik. Erstmal jetzt diese erste Runde holen. Ja. Und sich hier Punkte erspielen. Es wird sonst richtig, richtig schwer und die Luft wird dünner nach oben. Wir haben zwar erst die Hälfte gespielt jetzt, wir sind in der Schlüsselrunde. Aber Unicorns of Love brauchen einfach Runde. Und wieder greift man zu zweit die Banane an und drei Leute durch ja, den Teppichgang Richtung Aspot. Ja, und gleichzeitig macht man auch Scheiß auf der Banane. Zieht damit natürlich die zwei Spieler. Und jetzt ist es Andy, der da close steht, sieht nichts und ja, man ist komplett in der Banane, im Teppichgang. Jetzt geht's drauf und Okulisch ist wieder mit richtig viel Pech. Wird rausgetradet, bevor irgendein Spieler kriegen kann. Damit kannst du dich schon zurückziehen, gib den Spot auf, save die drei Waffen. Dann hast du nächste Runde nochmal was und so macht es auch. Du kannst nochmal zwei Waffen nachkaufen und ja, so musst du es halt dann jetzt auch spielen. Andy direkt die Füße in der Hand genommen und Richtung seinen Mates gelaufen auf dem B-Spot. Ganz bitter auch gelaufen, ne? Der vordere Peak von Oko, da macht er guten Damage rein. Dann Kazuya springt da gerade weg um die Ecke, wird auch nochmal angehittet. Ist natürlich auch komplett bekannt, wo er war. Und kann dann auch keinen Spieler rausnehmen. Konsequente Ghost, die hier gespielt haben von Norderwind. Wie man die halt pusht und da geht einfach echt gut rein. Man steht vielleicht auch in den Momenten immer ein bisschen doof, jetzt sich hier versucht auch zu überraschen mit der Position von Oko jetzt hier gerade zu sitzen, weil damit haben die auch nicht gerechnet, aber trotzdem. Hat es dann nicht gereicht für den Frag. Die Farmer ist natürlich auch wahrscheinlich nicht die beste Waffe dafür. Und mal gucken, wie Tensky jetzt überlebt. Der überlebt auch. Ja. Man lässt auch hier nichts anbringen bei Norderwind. Ne? Man will auch nichts weiter riskieren. Man will lieber das Bonus-Money haben. Handen geht man auch nicht. Man fühlt sich sehr confident, obwohl man mit dem Geld, was man hat, auf jeden Fall jagen gehen könnte. Aber gegen die AWP und die zwei überlebenden Spieler
Ja, da will man einfach nichts anbrennen lassen. Ja, auf jeden Fall. Da will man nichts anbrennen lassen. Safe das Ganze sicher runter. Nimmt seine Waffen mit und spart sich halt auch ein Polster an, dass selbst wenn man mal ein, zwei Runden verlieren sollte, noch Geld dann da sein wird. Und das ist halt schon gut. Und jetzt ist es dann... Ah, JDC mit dem First Pick hier. Hat er eine Gap ganz am rechten Rand gehabt. Und kann endlich mal den First Pick holen. Aber dann geht es direkt wieder schnell hier Richtung Grundlinie. Mit nur einem Spieler. Und der kann auch direkt wieder einen Peak holen. Holt sich Kazuya. Und damit direkt wieder der Ausgleich, was die Personenzahl angeht. Man hat jetzt wieder das 4 gegen 4 geschaffen. Und das ist natürlich immer ein Vorteil dann für die Terroristen. Aber Andi hier unten im Pit macht auch noch einen wichtigen Frag. Weiß aber nicht, wo sie kommen. Okay, ist mit dem Kram-Frag zurück. Endlich geht's mal. Tänzke F-Punkt rein. Aber so erstmal ins Gesicht. Und wir haben die Überzahl für Unicorn. Zocke mit dem zweiten. So wichtig. Und dann ist es jetzt Crispy nach rechts. Gucke bitte. Einmal nach rechts. Und dann ist aber Hellsack da mit der AWP. Etwas schneller am Finger. Nicht, dass er noch mehr Frags macht. Nein, Andi was dagegen. Drei Spieler im Leben. Beide AWPs und AK mitgenommen. Somit 6 zu 3. Unicorns kriegt endlich nach vielen verlorenen Runden wieder eine Runde für sich. Na, und die Doppel-AWP bringt auf jeden Fall Erfolg direkt mit sich. Direkt eine Runde damit geholt. Wir sind jetzt keine Profis. Wir haben damals mal uns gesagt, wurde uns erklärt, ist die Grundlinie jetzt da, wo Andi und Kazuya laufen jetzt zum Beispiel. Ja, es gibt halt auch welche, die nennen es Rippen. Also. Ja, kann man auch so nennen. Es gibt viele, viele Namen, sagt wie bei uns, ist Grundlinie. Die wollen auch ein bisschen Deutsch was machen, ne? Und deswegen schauen wir mal, jeder wie er will. Deutscher, englischer Mix jetzt sich hier bei uns im Endeffekt zu so viele verschiedenen Positionen. Keine Experten, ich müsste wahrscheinlich noch mal ein bisschen lernen. Nochmal die CSGO-Schule allgemein gehen. Jetzt auf jeden Fall in Apartments. Zwei Spieler drin haben aber eine Smoke zwischen sich und da steht halt Okolicious im Teppich und zielt schon wieder ab. Will da auf jeden Fall keinen rauskommen lassen. Währenddessen macht Norderwind hier Druck Richtung B über die Banane. Bindet da 2 und Tensky mit dem Shot gegen Okolicious holt hier den First Frag. Ja, da hat man direkt gesehen, man hat einen Spieler. Direkt offensiver Go jetzt hier von dem guten Tensky, ne? Also oben im Teppichgang. Trotzdem der offensive Konterpush jetzt hier. Terrors, vielleicht kann ich jetzt hier einen wichtigen Frag machen, weil jetzt der Rubin hier nach vorne geht. Ja, der piekt der, aber man sieht es natürlich. Was? Was für ein Lucky Shot war das denn bitte? Wie bitter ist das denn gelaufen jetzt hier für Unicorns? Jetzt muss Crispy jetzt hier kontern. Crispy, komm schon! Erster Anschlussversuch. Komm! Mach den Krampfshot, der macht ihn, aber trotzdem stirbt er. Jetzt Andi nochmal mit durch. Vielleicht hat auch noch eine AWP. Jetzt irgendwie regeln. Die Flash, die Smoke, die liegt. Jetzt hier durchschießen. Schön vom Winkel. Oh, der Schuss. Ein bisschen zu tief. Schade. Ganz, ganz bitter. Was war das denn für ein Shot hier? Ich bin nur noch sprachlos gegen JDC. Okay, er hat halt 2-3 Mal durchgebankt durch diese Mauer. Und dann der dritte saß halt. Gut gemacht. Hat da vermutet, dass die Leute so abzielen. Und dementsprechend dann einfach mal auf gut Glück versucht. Ja, und da wurde er belohnt mit. Jetzt Andi wieder mit den Laufstiefeln. Der hat heute auf jeden Fall meinen Stiefel an. Muss ich oft hier vorm Spot verziehen, um seine AWP noch durchzukriegen. Richtig, richtig bitter. Ja, muss ich einfach so sagen. Schade. Kann ich nicht machen. Kann man nichts machen. 7. Punkt für Norderwind. Noch nicht die Halbzeit gewonnen. Alles ist noch drin für die Unicorns. Jetzt hier vielleicht noch ein 8-7 rauszuholen. Die müssen wohl hier alles zusammenkratzen. JDC kann legen, Jakazuya auch. Und dann gibt es hier nochmal gute Utility und Waffen da auf jeden Fall. Für die Einhörner, um gegen Norderwind zu bestehen. Und jetzt muss es einfach fruchten. Jetzt muss einfach hier richtig was geregelt werden. Vielleicht auch, wenn man nicht komplett immer jede Runde verloren hat, bin ich immer noch der Meinung, einfach mal eine Pause ziehen. Einfach Momentum rausnehmen von Norderwind. Überlegen, was kann man machen. Man hat natürlich Dominik im Hintergrund als Coach. Aber es wäre so wichtig natürlich jetzt hier, was zu regeln. Ne? Einfach irgendwie zu überlegen, wie spielen die. Oder spielen die einfach so unkonventionell. Jede Runde ist ja auch ein bisschen anders bei denen. Ne? Aber gefühlt, wenn man es ein bisschen betrachtet, greifen sie doch konsequent an. Jetzt gibt es eine schnelle Runde. Tensky auch schon da. Überall Action. Es geht richtig schnell. Andi verschießt, muss wie weg bleibt hängen. Wie bitter ist das denn? Jetzt Kazuya macht auch nur einen Frag. Orko aber zum Glück. Holt sich Tensky raus. Dann ist es jetzt die Close vorne Crispy mit der guten Position. Und der macht hier die guten Frags. Wichtig, wichtig. Jetzt gibt es noch Support Flash jetzt hier für sich selbst. Und somit muss man sich zurückziehen. Jetzt erstmal Richtung A-Spot. Will man mal Crispy umlaufen. Crispy von der linken Seite. Ganz bitter. Kommt nochmal hoch. Versucht sich hier irgendwie rumzutänzeln. Das läuft nicht. Aber JDC. Jetzt einfach mit der AWP beides abfarmen. Wäre wichtig. Aber Okko auch jetzt hier ohne AWP auf dem A-Spot alleine. Wer von den beiden wird das 1-on-1 bekommen? Okko wird sein, wie es aussieht. Ja, eher das 2-on-1 oder jetzt doch nochmal die Ablenkung meinst hier ja mit der Nate. Und will da vielleicht sogar den Spieler irgendwie nochmal probieren zu baiten, dass er sich weiter vorbewegt Richtung B.
Aber Okolicious wartet ab, ist hier auf kurz positioniert, hat eigentlich eine ganz gute Position, müsste recht früh die Spieler sehen, steht so, dass man ihn auch nicht aus Library pieken kann. Und jetzt geht's drauf, jetzt sieht er den ersten, verliert aber direkt wieder das Duell, Rubinho direkt zur Stelle. Und dann ist es schon wieder nur noch JDC mit der AWP in einem 2 gegen 1 hier, um noch irgendwie diese Runde zu holen. Ja, du kannst machen, aber Halsack, super AWP, Rubinho auch. Eine Bank für Norderwind, gucken wir aufs Scoreboard. Ja, solide sieht's aus bei den ganzen Jungs. Also eigentlich sieht's doch vom Scoreboard-Technischen so komplett fair aus, ne? Aber insgesamt doch ein anderes Ergebnis. Geldtechnisch jetzt auch leicht vorne. Doch, also auch relativ deutlich vorne bei Norderwind. Aber da wird die AWP gesaved. Ja, sehr, sehr schade, ne? Hier ist gerade Oko so ein bisschen gepiekt und dann tickt's vielleicht zu offen gepiekt. Anstatt den einen Fight einzugehen und dann sich nach links zurückzuziehen vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht wollte er aber einfach nur den offensiven Fight suchen und hätte den Frag gemacht im Spray. Dann direkt den zweiten anzugehen. Schade. Schade, dass sie sich für den A-Spot entschieden haben. Ich glaube, der B-Spot, JDC hätte den Double Frag easy gemacht. Mit der AWP einfach. Ja, man schwer zu sagen. Kommt aber auch direkt wieder der Kauf von der zweiten AWP rein bei Andy. Man will weiter hier dieses Double AWP-Setup spielen. Darum wahrscheinlich auch der Save von JDC, dass man das so weiter fortführen kann. Ja, das muss man jetzt einfach so langsam aber sicher einfach mal eine Runde wiederholen. 8T-Runden sind natürlich schon okay. Hier für Norderwind und Halsjagd direkt wieder mit dem First Track gegen Andy. Der verliert ja auch, ja, ich würde sagen, fast jedes AWP-Duell gerade. Und das ist natürlich dann auch bitter. Ja, richtig bitter. Ja, auch JDC, todesblind, wird abgefahren von Halsjagd. Damit beide AWPs schon raus. Man will dann ein bisschen offensiver gehen. Kazuya irgendwie mit dem Drang dann Druck zu machen. Und dann war es das. Und Haare auch nochmal mit zwei Frags. Und am Ende ist es noch Okolicious, der auf dem A-Spot steht. Den vermutet man da auch. Deshalb zieht man sich direkt in Richtung B mit der Bombe zurück. Kann jetzt in Ruhe blenden. Und das ist wohl die 9. Runde hier für Norderwind. Ja, okay, vielleicht jetzt nochmal ein Frag. Wichtiger Frag für ihn natürlich. Kann er mal auf eine AK upgraden. Vielleicht, da kommt aber schon der nächste Spieler. Hier Tansky, der macht das natürlich auch wahrscheinlich stark. Aber vielleicht kann man nochmal eine 1-on-1 holen jetzt hier gegen Tansky. Oh Gott, du bist noch im Schirm. Man will jetzt natürlich die Sickers haben. Jetzt gehen sie endlich mal jagen jetzt hier bei Norderwind. Wollen es unbedingt, aber Oko, mal gucken. Was der fast. Ey, was? Ah, da war leider einen Arm zu sehen. Ja, richtig bitter. Keine Chance für Oko. Gefühl lernt man, ist es jetzt gerade ein Lehrgame für Unicorns of Love, wo man sich positionieren kann, wo nicht. Richtig, richtig übel. Norderwind. Und wieder am Dominieren. 9-3. Am Anfang sah es ganz okay aus und jetzt mittlerweile nicht mehr so ganz. Konsequente Saves waren da. Jetzt hat man nochmal eine Pistol Force mit einer Scout, wie man sehen könnte, bei Unicorns of Love. Wahrscheinlich könnte es das 10-3 werden. Vielleicht kriegen wir auch nochmal eine kuriose Runde jetzt hier hin. Wie das zum Beispiel. Guter Shot gegen Halsack. Oko piekt einfach rum und holt sich hier erstmal, oder drückt erstmal guten Schaden gegen Halsack rein. Jetzt nochmal eine Granate. Das wäre nicht schlecht. Mal schauen. Geht vielleicht noch einiges. Oh, der Klick von Grisby. Aber dann auch direkt der Refrag von Rubinho, nochmal eine Granate gegen JDC. Man spielt es dann aber auch safe. Man zieht sich auch direkt zurück, will da gar nicht noch weiter in der Banane irgendwie für Stress sorgen, sondern nimmt nochmal das Tempo komplett raus. Und jetzt ist die Frage, der Tower hier von Andy und Kazuya, leider nicht erfolgreich. Man holt beide raus und ah, sieht schon wieder schlecht aus. Okolicious ist noch mit der Scout hier Onsport, wird auch rausgenommen und jetzt JDC alleine. Und der stand natürlich noch auf dem Baseboard, muss jetzt erstmal überhaupt rotieren. Das heißt, in Ruhe kann hier die Bombe von Rubinho geplantet werden. Und dann sollte man hier auch mit den 4 verbleibenden Spielern eigentlich JDC recht schnell abfahren können. Man muss ein bisschen aufpassen. Man hat 2 Spieler low. Die könnte man auch hier verlieren gegen die Deagle. Aber jetzt ist es Tensky, der wahrscheinlich den Rücken von Okolicious, von JDC kommt. Und kann sich auch da auch hier rausnehmen. Ganz, ganz bitter. Also gerade spielt Norderwind einfach nur Unicorns hier an der Wand. Also sie wissen, sie haben gar keine Chance. Ja, aber Norderwind Pause ist immer einen Schritt voraus. Die Pause fehlt mir trotzdem jetzt noch. Mal eine schöne Pause von Unicorns of Love. Kurz nochmal jetzt hier durchatmen, ein 10-5 rausholen und dann als Terror auch sie hier rasieren. In Norderwind, keine Ahnung. Irgendwie scheinen die jede Ecke zu bangen, alles aus dem FF trainiert zu haben, wo man hinschießen muss. Und da stehen auch immer die Unicorns. Duelle werden auch oft gewonnen, also es sieht nicht so gut aus, aber man sieht auch mal da eine Failwurf, eine Granate, hat man ja auch mal gesehen aus Sicht von Chromen. Also sie sind auch nur Menschen gefühlt, ja. Trotzdem, sehr starke Menschen heute, die Norweger. Jetzt braucht man wieder eine gute Runde, aber die Bangs jetzt natürlich die Smoke von Rubinho und seine Mate Richtung die Bananenkontrolle. Diesmal aber Crispy nur ein bisschen Schaden, nicht komplett wie vorher.
Und man möchte weiterhin für die Bananenkontrolle kämpfen. Das ist so wichtig für die Unicorns. Also sie wollen sie nicht aufgeben. Jetzt hat man JDC hier noch da mit der AWP. Jetzt blockt man sich gegenseitig. Die Smoke wird gleich wegfaden. Vielleicht kann JDC einen wichtigen Frag machen. Jetzt gibt es Support. Vielleicht ist schnell weg. Oh mein Gott, es wird ganz schön brandgefährlich jetzt hier. Da kommt er nicht mehr weg. Jetzt muss er einen wegnehmen. Der macht die JDC den ersten. JDC, komm schon. Komm schon. JD, komm schon. Oh, da kommt er gerade noch weg. Super wichtig. Konterflash jetzt hier noch von Crispy. Das hat nochmal Zeit gebracht. Und jetzt der Frag jetzt nochmal. Aber es macht Crispy. JDC, super gut gemacht und super gut nochmal von Crispy rotiert. Das ist der Vorteil erstmal für die Unicorns. Ja, und dann erwischt man aber wieder Okko, wo er anfängt, ein bisschen offensiver zu gehen. Da ist Letensky direkt zur Stelle. Ja, und dann ist es ganz schnell wieder vorbei. Aber Andy ist noch da. Steht da parat in der Ecke. Holt sich den Spieler und das war die Bombe. Man weiß jetzt also, die Bombe liegt hier auf A kurz. Aber Tenzin schon wieder auf den Spot, kriegt hier nochmal ein bisschen Schaden. Auf 1 HP und macht trotzdem noch 2 Frags. Und das ist es wieder die Runde fast schon für Norderwind. Jetzt ist es wieder JDC alleine. Der kommt von der Mitte diesmal. Und hat Rubinho und Tenzin gegen sich. Was für eine Aktion von diesem Tenzin. Das kann doch nicht sein, Mann. 1 HP nimmt 2 Spieler raus. Und da war der Frag von JDC. 2K. 3K noch jetzt gegen Rubinho. Der geht aber nach oben. Ist frech. Ganz, ganz starke Position auch von Rubinho gespielt. Mal gucken, ob JDC das auf dem Schirm hat. Er weiß halt nicht genau, wo er gelegt hat und wo er ist. Er checkt alles aus. Hat die Spieler gesehen. Oh, da kann er nicht mehr abdrücken. Richtig, richtig bitter. Was geht denn ab mit diesen Norwegern, Mann? Ja, sie spielen super stark. Und Tenz geht da auch nochmal in einem 2 gegen 3 oder was war es sogar. Kommt da nochmal durch. Mit seinen 1 HP. Am Ende JDC schön mit dem Bang dann natürlich durch die Mauer. Aber ist schon ganz schön bitter. Das ist sehr, sehr bitter gerade auf jeden Fall. Ja, einfach da nur, muss man die Zähne, nur bitter. Du hast gesagt, zu sehen zusammenbeißen, weiter anfeuern. Also gib doch mal Energie jetzt hier raus für die Unicorns. Jetzt hat man eine Pumpgun. Oh, komm mit der. Jetzt auf Krampf nochmal ein bisschen Action machen. Guck mal, wie offensiv Andy ist. Auch eine Pumpgun. Crispy wird noch rausgenommen. JDC macht den wichtigen Frag jetzt hier auf der Banane. Was macht der? Andy holt sich den Frag. Super wichtig. Jetzt biegt er nur raus. Und Andy mit dem Double. Und das ist es doch. Das muss es jetzt sein hier für Unicorns. Komm, auf Krampf den vierten Punkt hier für die Unicorns. Nein! Jetzt Crispy. 32 HP gegen Rubinho. Ja, ich dachte, das wär's gewesen. Wär's eine AK, wär's auf jeden Fall safe der Double Frag. 100%. Ah, ja, jetzt Rubinho hier in der Zange. Also sobald er jetzt gegen den CT-Spieler pickt, wollte ich gerade sagen, muss einfach von hinten der Spieler dann rausgehen. Und das macht er auch. Aber das ist halt wieder in der letzten Runde eigentlich schon quasi, ja, du hast keine Hoffnung mehr gehabt und dann fängst du so eine Runde und gewinnst die. Jetzt muss man halt wieder Pistol und steht direkt wieder mit dem Rücken zur Wand, sobald man jetzt hier ein, zwei Runden abgibt. Ja, na klar. Aber vielleicht einfach die Piste jetzt holen. Man hat schon viele Pistes heute geholt. Du hast gesagt, 3 Stück. Jetzt die vierte einfach noch holen und dann jetzt hier aufräumen. Es wäre so wichtig, einfach sich freischaufeln, freikämpfen, mit Gewalt, einfach auf Krampf. Und deswegen brauchen wir euch, wie immer brauchen wir euch. Haut einfach alle Emotos, die ihr habt, was ihr wollt. Mir egal, Hauptsache, ihr schickt die Energie Richtung die Jungs, Richtung unsere Jungs hier. Das deutsche Team, Unicorns, das wäre wichtig. Norderwind ist wirklich ein starkes Team, sind aber besiegbar auf jeden Fall. Man muss bloß einfach die Spieler einfach schneller wegdrücken. Und ich weiß auf jeden Fall, die Unicorns können das. Ja, bin ich ganz davon überzeugt. Deswegen Pistol, Folgerunde, Folgewochenrunde, immer weiter, immer weiter. Nicht aufhören, nicht stehen bleiben. Einfach mal die Horde rennen lassen der Unicorns. Ja, ja wenn man so an die letzten Best of Threes zurückdenkt hier in den Playoffs, da lief es ja eigentlich genauso gefühlt. Die erste Map verliert man, die zweite hat man sich wieder zurückgekämpft und dann die dritte eigentlich recht souverän gespielt. Und ja, da muss man jetzt einfach anschließen. Man muss jetzt einfach sich hier zurückkämpfen. Erstmal vielleicht sogar auf ein 11-11 wiederzukommen. Und dann hier Inferno noch irgendwie an sich reißen. Und dann geht es dann halt auf Overpass. Und da muss man dann zeigen, dass man es hier drauf hat. Und hier unbedingt noch, ja, das Upper Bracket gewinnen will. Und dann schon mal im Finale steht. Sonst geht es halt über einen Umweg Richtung Ambush oder Alternate. Je nachdem, wer von den beiden gewinnt. Die sind ja gerade auch am Spielen, die sind noch auf der ersten Map, also da ist noch gar nichts entschieden. Da ist noch gar nichts entschieden und man hat danach ja nochmal, sag ich mal, eine schwere Aufgabe. Egal wie weit du jetzt dann kommst, wenn du zum Beispiel durchs Lower Bracket schaffst, ins Greater Finale hast du vielleicht dann wieder einen Norderwind als Gegner. Dann musst du die so perfekt analysieren und alles was? Einfach geben, ja. Das wäre so wichtig, aber es ist halt noch ein weiter Weg und wir sind ja noch nicht vorbei. Es geht noch weiter, 11-4, zweite Halbzeit, DE Inferno, hier in den Playoffs zu MDL. Norderwind gegen Unicorns of Love in der CR Advanced. Let's go, hype ein bisschen rein für die Unicorns. Sie brauchen jetzt die Energie. Die müssen es jetzt machen hier als Terror. JDC, Crispy, Kazuya.
Andy und Okulicious. Die haben Bock, das wissen wir auf jeden Fall. Und ich habe auch noch Bock. Also jetzt will ich ein paar Aces, ein paar Clutches sehen. Ich will hier rumbrüllen. Ich will eskalieren noch. Ich habe noch eine halbe Stunde zur Eskalationszeit. Ha. Bis ich Maul halten muss. Dann kommt die das Panzertape über den Mund. Genau. Man spielt es auch wieder langsam, geht ganz langsam vor. In der Banane nimmt die erstmal ein, aber Norderwind steht schon quasi parat, um hier den Baseball zu decken, weil man hat schon komplett Apartments ausgeschlossen und Robinho ist schon in T-Rampe, kann jetzt von hinten in die Banane gleich reingucken und das wird auf jeden Fall hier mit Sicherheit nicht beachtet von den Unicorns, weil die haben auch einen über Mitte Richtung A geschickt, aber Robinho geht erstmal nicht weiter vor. Der wartet noch ab, sieht halt auch keinen Spieler. Und eigentlich müsste man jetzt schon vermuten, dass es hier vorwärts geht. Genauso kommt der Lurk halt von der anderen Seite. Okulicious kommt über CT hier vor, aber wird dann recht schnell rausgenommen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt geht's da los. Und da ist es nämlich Robinho mit 2 Frags. Dann aus der Banane 3 Frags. Und das sieht alles andere als gut aus. JDZ, letzter verbleibender Spieler. Kann hier nochmal Chrome rausnehmen. Kann hier auch nochmal Halseck rausnehmen. Aber dann ist es halt trotzdem noch ein 3 gegen 1. Die Bombe liegt noch in der Banane. Und Tensky ist es dann im Endeffekt, der noch hier die Runde holt. Ja, und da hat man sich ja gegenseitig ausgelurkt. Und das war auf jeden Fall der bessere Lurk hier für Norderwind am Ende. Was für eine krasse Aktion. Oh Gott, hätte den Frag haben müssen einfach dort. Das wäre richtig krasser Impact gewesen. Aber das ist echt bitter gelaufen hier für die Unicorns. Starke Aktion hier, ne? Wer war es? Chrome? Ich weiß es nicht. Richtig, richtig gut gespielt von ihm, von hinten einmal rumgelaufen, hat es nicht auf dem Schirm gehabt. Das war so ein klassisches Ding. Und da merkt man richtig so, wie Norderwind sich so denkt, ey, die sind bestimmt so aufgeregt, uns zu spielen. Wir dominieren hier gerade extrem. Wir testen einfach mal aus, ob die das auf dem Schirm haben. Und das nutzt man einfach sofort und es hat echt, echt wehgetan bei den Unicorns. Ja, also es war Robinho, derjenige, der gelurkt ist. Aber ich glaube halt einfach, das ist auch ein gutes Mittel. Du lässt halt die Mitte komplett offen, da hat sich dann einer von den Unicorns durchgespielt oder von dem Gegner durchgeschickt. Und du gehst halt ganz außen rum. Und entweder kommt dir da einer gegen, du hast die Information, oder holst halt so wie jetzt gerade Robinho von hinten die 2, 3 Spieler, die dann da in der Banane warten. Ganz starke Runde. Und jetzt hier auch natürlich direkt die Folgerunde geholt mit den MPs. Aber jetzt geht's dann für Unicorns los in die erste Waffenrunde hier in der zweiten Halbzeit als Terrorist. Und das ist jetzt eine ganz entscheidende Runde. Wenn man die verliert, ja, dann war es das wahrscheinlich schon fast. Dann sollte man hier auf 15 Punkte bei Norderwind kommen. Und dann sehe ich hier auch kein Zurückkommen mehr bei Unicorns. Ja, kurzer Mark korrigiert. Die Norderwind 1 natürlich, Unicorns 0. Zweite Map ist es schon. 13 zu 4. Oh, komm mit dem ersten Frag. Oh, komm mit dem zweiten. Und das ist so wichtig, jetzt hier nochmal aufzupushen. Auf die Banane. Da hätte man erstmal die Kontrolle, aber da pusht immer noch ein Spieler vor. Halseck hat Bock. Der ist hier einfach. Dem ist es scheißegal, was da abgeht. Geld aber nicht viel. Man muss aufpassen. Viel Stress von Okko, der ein bisschen hier rumfeuert auf dem Boden. Trotzdem Halseck ganz, ganz dreist. Und da verrät er sich. Jetzt muss er rumpieken. Aber kriegt direkt die Shots ins Gesicht. Trotzdem hat es viel Zeit gekostet. Robinho rumgeschlichen. Hat nur eine USP. Nee, eine M4 hat er am Start. Und dadurch weiß man, dass 3 Spieler schon draufgegangen sind. Und hat man das auf dem Schirm. Okko checkt es. Zieht aber nicht genau richtig hin. Und Okko macht es aber dann doch. Und JDC auch. Und man überlebt. Flawless. Okko mit 2 AP überlebt. Ja, ganz wichtige Runde, die man jetzt nicht gewonnen hat. Ja, das Geld bei Norderwind reicht nicht aus, um sich hier voll zu equippen. Das heißt, man wird hier auf 2000 wahrscheinlich runterkaufen nur. Und das ist jetzt eine wichtige Runde, die man dann nochmal dann mitnehmen muss. Das ist eine leichte Runde, die sollte man einfach gewinnen und dann weiter aufbauen auf das, was man jetzt hat. Man muss jetzt hier Runde um Runde einfach jedes Mal voll alles geben und die Runden gewinnen. Weil eine abgeben kann dazu führen, dass es halt das Spiel war. Eine abgeben, genau. Kann es passieren. Und Tensky hat Bock mit seinen... Was haut der denn für Dinger raus? Der ist normal. Hat der den überhaupt gesehen? Das war doch X-Ray an, Alter. Nicht nur bei uns. WTF, Alter, was für Reflexe hat der denn? Sieht, schießt und siegt. Ja, und der steht immer noch da. Jetzt einfach mal reinpredicted, ob da vielleicht einer kommt. Und Chrome auf kurz auch noch zur Stelle. Smoked auch nochmal ab. Man verzögert hier auf jeden Fall nochmal kurz das Spiel von Unicorns. Mit Smokes. Aber die bereiten sich vor, hier Richtung B zu gehen. Und da ist nur ein Spieler. Das wäre genau der richtige Call. Der zieht sich gerade auch schon zurück. Geht hier Richtung CT. Wirft jetzt nochmal eine Gegensmoke. Aber da ist schon der erste Spieler durch. Ja, und damit Haare erstmal aus dem Spiel genommen. Oh, guck mal, wie der hier. Was war das denn bitte gerade für ein Call von Haare? Habt ihr das gesehen? Sehr, sehr interessant. Aber die hat er selbst gemacht wahrscheinlich, die Boys. Also hier
Ja, hab mal Bock drauf. Wer weiß, die deutsche CS-Liga ist ja auch gut dabei, gerade Face It, um am Start zu sein. Wer weiß, was da auch noch so geht. Aus dem skandinavischen Bereich. Wir werden das mitbekommen. 4 gegen 5 Situation. Man hat den Vorteil, man will jetzt nicht auf dem Retake spielen weiter. Haare, Chrome, Tansky. So sieht's aus. Bleiben chillig. Super erfahrene Spieler natürlich. Die wissen genau, was sie tun hier, denke ich. Also, das sollte die Runde sein für Unicorns zum 13:6. Let's go. Ja, da will man erst gar nicht wirklich rein. Sichert sich noch ein paar Exit-Tracks. Wahrscheinlich die beiden Spieler hier genau mit der Rüstung. Sind wahrscheinlich hinten sogar auf A geblieben. Und jetzt probiert man hier einfach noch ein bisschen Schaden zu machen. Und den macht man. Und dann nimmt man sogar noch ein paar Spieler raus. Kriegt die Oculus und JDC. Kostet nochmal ein bisschen Geld hier für Unicorns of Love. Aber dann war es das auch. Dies ist die 6. Runde. Und man kämpft sich langsam aber sicher wieder ran. Es sind noch 7 Runden, die Unicorns hier erstmal zum Ausgleich haben muss. Jetzt aber wieder gegen M4s und natürlich eine AWP bei Halsherk. Ja, mit den Waffen kann man auf jeden Fall eins reichen, aber du siehst was, was auch selbst ein Norderwind nicht beachtet. Kein Diffuser, finde ich ja immer sehr interessant, aber vielleicht reicht es auch einfach aus, denn es ist egal, ob die Diffuse getan wird, muss ja erstmal die Bombe gelegt werden. Vielleicht klappt es ja nicht. Mal trotzdem ist 2 gegen 2, die Granate kommt richtig gut, macht auch kaputt. Andi mit 40 HP, der Spray, der trifft die Andi nicht zum Glück. Deswegen kann er mit 50 HP nochmal so knapp davon kommen. Orko ist auch zur Unterstützung dabei. Man kämpft jetzt weiter um die Banane. Und somit hat man diesen Raum eingenommen. Trotzdem hat man schon einen Spieler verloren. Harre und Tansky haben schon zurückgezogen. Richtung CT. Jetzt braucht man wichtige Konterfrags. Und dann kann man hier weiter zum 13:80 vorkämpfen. Dann der Norderwind hat nach dieser Runde wahrscheinlich kein Geld mehr. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die, wenn die hier ein paar Spieler verlieren, auch direkt dann die konsequenten Safe spielen. Ja. Kann gut sein, muss aber nicht, weil man hat halt auch nicht das Geld, um nachzukaufen, ne? Also muss man mal schauen. Selbst dann hast du halt immer noch Spieler ohne. Und jetzt ist es Halsjagd. Der sieht den Schatten zuerst natürlich hier von JDC. Und dafür ist es dann ein leichter Frag. Mittlerweile dann schon die 2-Mann-Überzahl hier für Norderwind. Ja, ist ein bisschen bitter, aber jetzt kommt man so auf den Spot drauf. Aber Harre hat eine gute Position, wurde geboostet. Sieht wahrscheinlich jetzt gleich den ersten Spieler. Der Spray kommt, verrät sich. Man hat ja trotzdem nur 2, 3 Spieler jetzt schon rotieren lassen. Was macht Rubinho? Der sprayt hier gut, aber Tansky macht wieder den Frag. Durch die Smoke, Alter. Da wird er komplett durchgefeuert. Dann ist scheißegal. Weiter geht's gegen Kazuya, der hat auch keine Chance. Also die Banks hier, die rasten komplett aus. Andi mit der AWP jetzt. Hat man noch Smoke. Nur noch 2 Flashes auf der Seite von den CTs. Leider kriegt der, weiß ja natürlich nicht, dass die alle nur von der CT-Base kommen. Und das verschießt der hier. Jetzt muss er Haare rausnehmen. Der Anschuss ist da. Trotzdem, jetzt versucht man die AWP unbedingt auf Krampf sich zu gönnen. Die Flash, die hilft natürlich extrem. Hebt man sich natürlich perfekt auch noch auf, anstatt sie auf den Spot zu schmeißen. Und somit gießt das die nächste Runde von Norderwind. 14:6, die Unicorns, keine Chance. Haben dank dem Bombenplant noch genug Geld, um reinzukaufen. Die brauchen jetzt diese Runde auf Krampf. Na, so viel Geld haben sie nicht, ne? Also Andi kriegt da schon, kriegt da was gelegt. Weiß es gar nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Wir warten mal ab. Da liegt auf jeden Fall was. Und dann wird noch ein Anschlitzer hier gegen Crispy gemacht. Aber Kazuya hat nichts, oder? Doch, da liegt eine Waffe. So, doch, man konnte nochmal voll kaufen. Hat aber alles sehr viel Zeit gekostet. Und währenddessen geht es schon schnell vor Richtung B, während hier eigentlich noch Kazuya auf dem Spot ist. Und Oculicious kann hier einen Frag holen, wird aber dann Refrag. Und damit schon mal wieder eine Überzahl hier von Norderwind. Ja, Scoreboard. Ja, da war man. Haare 21 Fracks, ne? Ja, Haare ist auf jeden Fall stark dabei. Aber so auch. Tansky 16 Fracks, Rubinho 17. Also sind da oben stark dabei. Bei Unicorns sieht es halt anders aus. Oculicious mit 14, dann JDC 11. Und die anderen kommen hinterher mit 8 und 9. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen weniger. Aber sagt der Score oder der Spielstand ja auch gerade so aus. 8 Runden Rückstand mittlerweile sind es hier für Unicorns. Und wenn man die Runde verliert, ist halt Norderwind schon safe in der Overtime. Und man hat dann auch kein Geld, wenn man jetzt die Runde verliert. Also das heißt eigentlich, der Rundenverlust hier bedeutet wahrscheinlich, dass man dann übers Loser-Bracket gehen muss am Ende. Naja, keine Schande gegen so ein aufspielendes Norderwind dann heute zu verlieren, ehrlich gesagt. Das stimmt auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Aber Harre schon wieder am Peaken jetzt hier. Wirft eine schöne Molle, hat sich hier schon gedacht. Vom Gefühl, dass er durchläuft. Kazuya ist noch ready. Hier gibt es nochmal eine Molo gegen Kazuya. Er kann noch wegkommen. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Das muss man da hinten aufpassen. Aber Andi verschießt hier. Die Bombe fällt auch noch. Richtig bitter. Somit kann man gar nichts machen. Man ist auf dem Side drauf. Kazuya mit den Shots gegen Chrome. Jetzt macht den ersten Effekt. Das ist so wichtig. Jetzt soll man den Ace drücken. Das wäre es gewesen. Aber 3 Spieler, 2 Spieler super low. Aber keine Chance. 15:6 Unicorns.
werden hier gerade auseinandergenommen. Und obwohl eine gute Rotation da kam, so wie schnell der CT-Spieler von hinten kam, weil man ist super confident aus der Sicht von Norderwind. Ist schon echt beängstigend, so wie die spielen gerade. Ja, jetzt letzte Runde oder vielleicht die letzte Runde hier schon. Wir sehen es nochmal, alles reingekauft natürlich, was Unicorns an Geld hat. Und damit muss man jetzt hier einfach klarkommen. Es geht über falsche Mitte Richtung Grundlinie jetzt. Man will es schnell nochmal spielen. Und dann kommt Robinho, ist abgesmockt im Library, aber dann ist es auch schon Chrome, der ist da. Robinho fliegt raus, holt sich auch zwei. Halsjack auch noch einen. Jeder darf jetzt hier mal auf dem A-Spot. Und dann ist es halt nur noch Andy und der wird jetzt gleich hier auch geholt. Da ist es Halsjack, holt sich den letzten Spieler und das ist es. Norderwind zieht hier ein ins Grand Final. Und Herr Unicorns muss noch eine Runde mehr spielen. Muss sich nochmal hier im Loser Bracket durchsetzen. Dann gegen den Gewinner aus der Partie, Ambush gegen Alternatics. Ja, richtig bitter gelaufen heute der Tag. Habe ich natürlich auch anders erwartet, dass Unicorns hier auf jeden Fall mehr Gegenwert zeigt gegen dieses starke norwegische Team. Und ist leider nicht passiert. Auf Inferno war es auf jeden Fall doch ein Tick besser. Die Jukos hat so eine Sache. Kann man nichts machen. Zweimal deutlich gewonnen. 16-6, 16-4 haben hier gezeigt, dass sie ganz klar hier diesen Slot für die Season 33 dann in dem Duell haben wollen. Als Team Nummer 1 haben sich komplett durchgesetzt. Das zweite Mal, dass man halt hier heute den kürzeren ziehen musste. Du hast gesagt, gegen Etex oder gegen Ambush muss man jetzt angehen. Ich weiß nicht. Es läuft drüben auf jeden Fall noch bei Let's Cast. Vielleicht kann mir jemand den Link geben, dass wir da mal dann gleich rüber coasten können. Keine Ahnung, wie es aussieht. Aber auf jeden Fall... TeamSpeak, vielen Dank dafür. Wirklich bittere Partie, bitter gelaufen, kannst nichts machen. GG Wellplay trotzdem. Wir waren dabei, wir haben mitgefiebert, deswegen alle, die dabei waren und zugeschaut haben, dass ihr euch das mit uns zusammen gegönnt habt und die Jungs supportet habt, ja, das deutsche Team. Das ist natürlich auch ganz, ganz viel Mehrwert. Klar, manchmal ist es dann echt schade, wenn man halt dann nicht mal ein paar Befreiungsklatsches bekommt, wo man ausrasten kann mit Emotionen und dann sich einfach nur freischreien. Das braucht man einfach auch, denke ich mal, als Spieler. Ja, ich kann mich da mit reinfiebern, das läuft auf jeden Fall, ja. War Patrick mal ESL-AC-Admin? Ich glaube nicht, ja. Danke auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Follow hier auf jeden Fall da beim Channel. Wenn ihr Bock habt, oder lasst uns ein Follow auf Twitter und Co., wenn ihr Lust habt, bei die da drüben oder mir wir freuen. Jeder Support ist kein Mord, ne, man kennt es. Und somit würde ich mich jetzt für heute verabschieden. Wie gesagt, müssen wir schlucken. Wir müssen gucken, gegen wen wir jetzt hier facen. Unicorns auf Lauf gegen Etex, das wäre auch ein Rematch. Aber die müssen jetzt erstmal gegen Ambush bestehen. Da steht es, glaube ich, noch 0-0. Würde ich meinen, 14-14 aktuell noch auf Inferno. Ich sehe es nämlich gerade und ich würde euch jetzt auch dann dort rüber schicken zu Let's Cast. Dann einen wunderbaren Abend wünschen. Ich weiß, Pat kann noch mal die letzten Worte sagen. Ich sag schon mal tschüss, Albi. Ja, nicht viel zu sagen. Einfach jetzt hier nach dem Host einfach Attacks auch noch anfeuern. Ist halt ein deutsches Team und ich finde es halt super wichtig, dass wir einen deutschen Counter-Strike einfach da auch dann zusammenhalten. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen und dann einfach jetzt drüben noch mal Attacks ein bisschen anfeuern. Die führen ja jetzt gerade 15-14 und sieht echt gut aus, dass sie die erste Map holen. Und wäre schön, wenn wir da zwei deutsche Teams vielleicht nächstes Jahr in der MDL sehen könnten. Das wäre richtig schön. Ja, wer Bock hat, wir machen dann mal erstmal einen Raid, noch nie gemacht. Alle mit rein in den Raid und dann geht's rüber. Also ich wünsche euch was, macht's gut. Tschüss, euer Albi. Ja, und euer Pat. Bis zum nächsten Cast mit Unicorns auf Lauf oder who knows, wer. Yeah.